Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Vivi und wir werden heute mit Planet Zoo starten, mit der Kampagne, mit der ersten Folge. Gleichzeitig streame ich live, deshalb wundert euch nicht, wenn ich zwischendurch vielleicht mal Ausschnitte von Gesprächen dabei habe, von denen ihr gar keinen Kontext habt. Ich werde das so gut, wie es geht, rausschneiden, aber ich denke mal, ich kriege das nicht so eins zu eins hin. Wir versuchen das einfach mal. Ich habe das noch nie gemacht. Wie ihr seht, habe ich auch schon ein bisschen was gespielt. Aber halt nicht alles. Hier, die ganzen neuen Sachen habe ich alle noch nicht gemacht. Und ich würde das gerne mal alles durchspielen. Auf Zeitszenarien habe ich alle noch überhaupt nicht. Da traue ich mich auch erst ran, wenn ich erstmal wieder so ein bisschen in Materie bin. Weil mich das immer total gestresst hat. Ich kann das nicht unter Stress. Man kann es auch auf leicht stellen, ich weiß das, aber ich finde halt immer genial und ich bin auch sehr, sehr aufgeregt und gespannt, was die hier wieder an Zoos haben, weil ich weiß, dass die wirklich, wirklich kreativ sind mit ihren wunderschönen Zoos. Und ja, ich würde sagen, wir starten rein und schauen uns das mal an. Ich werde natürlich trotzdem alle spielen, auch wenn ich sie schon gemacht habe, und auch alle auf leicht, damit ich erstmal einen leichten Einstieg habe und ich nicht versage. Ja, rein geht's. Ich liebe Planet Zoo, ne? So. Ach, toll. Ich liebe es. Ich habe einen Schluck Energy genommen. Atematu. Oh, tut mir leid. Ich spreche immer mal wieder versehentlich Planko. Freut mich, dich endlich persönlich kennenzulernen. Ich bin Bernard. Aber ich bestehe darauf, dass du mich Bernie nennst. Nur meine Frau nennt mich Bernard. Und das auch nur, wenn ich unsere Teppiche mit Elefantenmist beschmutze. Ich besitze mehrere Zoos, aber ich lerne neue Leute gern hier bei mir zu Hause an. Das ist der erste Zoo, den ich je eröffnet habe und ich bin sehr stolz auf ihn. Und auf die vielen Löwen, denen wir hier seit einem Löwenzuchtprogramm in den 1980ern ein Zuhause bieten. Aber wir befinden uns mitten in einer groß angelegten Renovierung und da kommst du ins Spiel. Dein Vorgänger musste sich aufgrund einer Fellallergie zurückziehen. Der Arme hat vor lauter Niesen fast sein Gebiss im Löwengehege verloren. Und nun musst du seine Arbeit fertigstellen. Keine Sorge, ich werfe dich nicht völlig ins kalte Wasser. Meine leitende Tierpflegerin Nancy Jones wird dir helfen. Sie arbeitet hart und das wird sie von dir auch erwarten. Aber bestimmt werdet ihr schon bald gemeinsam Pferde stehlen. Also nicht buchstäblich. Du weißt schon, was ich meine. Hallo, dein sauberes Gesicht sagt mir, dass du gerade frisch von Bernie angestellt wurdest. Gut, ich hoffe, dass du dein Diplom zu Hause gelassen hast, weil wir uns hier mehr auf praktisches Können verlassen. Aber bevor wir mit der echten Arbeit beginnen, mache ich dich mit dem Zoo bekannt und zeige dir, wie man in ihm herumfliegt und unsere wunderschönen Tiere besucht. Statten wir doch zuerst den Grizzlybären in ihrem Gehege einen Besuch ab. Ich finde jetzt auf den ersten Blick, ne, wenn man sich das hier so anschaut, sieht man richtig, dass es so der erste Zoo war, der so, ich sag jetzt mal so, ins Spiel kam. Ich finde, das ist schon irgendwie sehr kreativ, aber es ist halt so, ne, so eckig. Ich meine, klar, es gibt viele Leute, die bauen eckig so, ne? Will ja da nichts gegen sagen, aber ich finde, man sieht es extrem. Aber gut, wir gehen mal hier rein. Was muss ich machen? Finde das Gehege. Wusstest du, dass der Winterschlaf von Grizzlybären, auch Ursus Arctos Horribilis genannt, bis zu 7 Monate dauern kann? Gibt's hier ein Baby? Andererseits würden viele Menschen bestimmt auch gerne so lange schlafen, wenn sie könnten. Ich habe auch mal eckig gebaut. Wähle einen der Bären aus und das Infofenster öffnet sich. Na, erstmal haben wir jetzt hier die Kamera. Auf diese Weise kannst du deine Tiere wunderbar aus der Nähe beobachten. Mit einem Doppelklick auf dein Tier wird dir diese Sicht ebenfalls präsentiert. Okay.
Okay, wenn du bereit bist, sollten wir uns auch die Löwen auf der anderen Seite des Zoos ansehen. Ich habe ihren Standort für dich markiert. So süß. Okay. Richtig. Standort markiert, da hinten. Hier, ne? Guckt euch das mal an. Ist das das, was ich denke, dass es ist? Ja, die haben daraus ein Faunengehege gemacht. Das finde ich ja cool, ne? War auch mal eine Idee von mir, so ein richtig schönes Labyrinth zu bauen. Mit... Ja, was heißt Labyrinth? Die müssen halt schnell überall hinkommen. Aber mit Faunen. Aber halt mit höheren Hecken würde ich das tun. Ja, okay. Gut, wir gehen mal zu den Löwen. Ja, wir sind hier. Oder für dich und mich der Berberlöwe. Löwen sind die sozialsten der großen Katzen und ein Rudel kann aus bis zu 40 Löwen bestehen. Rudi. Allerdings sind Rudel dieser Größe ziemlich selten. Bernie würde sagen, diese Löwen sind brillant. Was der Grund dafür ist, dass ich mich jetzt um die Ausbildung kümmere. Sollen wir uns mal mit diesen Zielen beschäftigen? Komm, begeben wir uns zu einem leeren Gehege und schauen, was es da zu tun gibt. So süß, ne? Ah, lass mich raus. Lass mich raus. Okay, was machen wir? Leeres Gehege. Blablabla. Okay, was haben wir denn hier? Das ist ein netter Bereich für Tiere, aber etwas fehlt noch. Naja, zwei etwas, um genau zu sein. Warzenschweine. Deshalb möchte ich, dass du ein Warzenschweinpaar adoptierst. Um Tiere aufzunehmen, müssen wir den Tiermarkt öffnen, der sich unter Tierhandel befindet. Sehr gut. Zwei prächtige Warzenschweine für unseren Zoo. Klicke sie an und wähle Aufnehmen im seitlichen Menü aus. Normalerweise wimmelt es hier nur so vor Tieren, aber ich habe den Markt für deine ersten Schritte geleert. Schließlich wollen wir nicht, dass du versehentlich ein Dutzend Elefanten bestellst. Warum denn nicht? Verstehe ich jetzt nicht. Natürlich das Beste vom Besten hier. Gut, nehmen wir. Wenn du ein Tier aufnimmst, wird es automatisch in der Tieraufbewahrung platziert. Wo es aufbewahrt wird, bis du bereit bist, es seinem neuen Zuhause zuzuführen. Und das bist du ganz zufällig. Wie wäre es, wenn du sie jetzt in ihr neues Zuhause schickst? Das machen wir. Wenn du einem Tier ein Gehege zuweist, gehen deine Zoopfleger zum Handelszentrum, holen das Tier ab und bringen es zu deinem ausgewählten Gehege. Ich habe den Standort des Handelszentrums markiert. Sehen wir uns an, was die Zoopfleger jetzt machen. Achso, da ist ja gar keine Kamera. Ja, da rennen sie schon hin, ne? Wie du sehen kannst, sind unsere Zoopfleger richtig fix. Sie bringen diese Tiere so schnell wie möglich an ihr Ziel. Natürlich müssen wir die Tiere normalerweise in Quarantäne halten, bevor wir sie in ein Gehege verfrachten können. Aber ich weiß aus vertrauenswürdiger Quelle, dass diese Warzenschweine kerngesund sind. Gut, dann sollten wir jetzt das Gehege der Warzenschweine fertigstellen, damit sie sich dort rundum wohlfühlen. Jedes Tier im Zoo hat nämlich einen Gesamtwohlbefindenwert, der im Wesentlichen aussagt, wie zufrieden es ist. Und dieser Wert setzt sich aus vier verschiedenen Bereichen zusammen. Ernährung, soziale Gesundheit, Lebensraum und Beschäftigung. Zum Glück musst du ein Tier nur auswählen, um sein Wohlbefinden-Infofenster zu öffnen, das wir bereits gesehen haben, und schon weißt du, wie es ihm geht. Auf diese Weise erfährst du, um welche Bereiche du dich kümmern musst. Keine Sorge, wenn das im Augenblick noch zu viele Informationen sind, kannst du alles jederzeit in der Zoopedia nachschlagen. Kümmern wir uns zuerst um den Ernährungszustand der Warzenschweine. Dazu müssen wir eine Futterstelle und eine Trinkstelle platzieren. Jedes Tier benötigt eine andere Futterstelle und für die Warzenschweine ist das ein kleiner Futtertrog. Fügen wir den doch hinzu. Und eine Wasserschüssel platzieren wir bei dieser Gelegenheit auch gleich. Ja, Chefin, das machen wir. Opala. Das machen wir doch schnell hier. Tiere brauchen Abwechslung zum Wohlfühlen. Upsa. Fügen wir ein herrliches Schlammbad für die Warzenschweine hinzu, damit sie sich darin wälzen können. Dieses Bad erhöht ihr Beschäftigungswohlbefinden bzw. den Beschäftigungsspielzeugwert. Haben wir.
Sind die nicht süß? Gut gemacht. Du bist ein Naturtalent. Nun, unser letzter Auftragnehmer musste eilig weg. Deshalb gibt es hier noch einiges zu tun. Im Laden ist noch Kram, der etwas Aufmerksamkeit braucht. Aber zuallererst müssen wir das Straußengehege fertigstellen. Es befindet sich drüben neben den Flusspferden. Ach so, das war's jetzt schon hier. Bei den Warzenschweinen anscheinend. Ich finde das jetzt irgendwie total niedlich. Okay, Strauße, wo seid ihr? Hier unten. Oh Gott, ist das kahl. Oh, bevor du aber anfängst, das Straußengehege zu bauen, solltest du das Spiel pausieren. Klicke dazu einfach auf die Pause-Taste in der rechten unteren Ecke. Ah, so mag ich das. Eine kleine Pause. Manchmal ist es einfach gut, das Spiel zu pausieren, wenn man etwas tut, das viel Konzentration erfordert. Dann geht im Zoo nämlich nicht alles drunter und drüber, wenn du gerade nicht hinschaust. Lassen wir das Spiel pausiert, bis wir das Straußengehege fertig haben. Zuerst müssen wir hier einen Pflegeeingang hinzufügen, bevor wir den Zaun fertigstellen. Jedes Gehege muss einen Pflegeeingang haben. Wie sollten die Pfleger sonst zu den Tieren gelangen? Achte aber darauf, dass der Pfad anschließt, damit ihn die Pfleger erreichen können. Gut. Stellen wir den Zaun fertig, damit wir ein paar Strauße adoptieren können. Ich habe einen Bereich für dich markiert und ich möchte, dass du die Einfassung mit einer Ziegelmauer abschließt. Kein Problem. Ach, das ist gar nicht so schwer. Das wirst du dann mal sehen bei mir. Das ist wirklich gar nicht so schwer. Mit dem Bau. Also wenn man da so ein bisschen dran bleibt, dann passt das. Geht das ganz gut. Warte mal, der hat jetzt überall hier so kleine... Oh, der hat da richtig kleine Abstände. Okay, wir passen uns dem an. Machen das ja auch so mit kleinen Abständen. Weil wollen die anscheinend. Wie haben die denn da hinten die Ecken gemacht? Eckig, okay. Dann machen wir auch hier die Ecken eckig. Zack. Machen wir jetzt hier schon so, oder? Ne, komm, machen wir uns den. Also ich persönlich hätte das jetzt anders gemacht. Aber es ist ja die Kampagne. Wir machen erstmal einfach das, was von uns verlangt wird. Gut gemacht. Denk daran, ein Gehege muss vollständig und lückenlos eingezäunt sein, bevor du darin Tiere platzieren kannst. Du hast wahrscheinlich bemerkt, dass Besucher im Augenblick nicht wirklich ins Gehege hineinsehen können, zumindest nicht ohne Stehleiter. Deshalb möchte ich, dass du einen Teil des Zauns auswählst und die Ziegel durch Glas ersetzt, damit die Gäste etwas sehen können. Ja, das kriege ich hin. Erledigt. Je mehr Fenster du hinzufügst, desto mehr Gelegenheiten haben die Besucher, ein Tier in seinem Gehege beobachten zu können. Wenn du die Sichtgelegenheiten so platzierst, dass die Besucher ihren Weg nicht verlassen müssen, machst du sie glücklich. Und außerdem wäre es ein schrecklicher Zoo, wenn man keine Tiere sehen könnte. Nun müssen wir nur noch eine Spendenbüchse hinzufügen. Denn wenn die Besucher Spaß beim Beobachten eines Tieres hatten, werden sie etwas spenden. Achte darauf, dass du sie an leicht erreichbaren Orten wie Aussichtspunkten platzierst. Spendenbüchsen gehören zu den Haupteinnahmequellen des Zoos und sie sollten ein absolutes Muss für dich sein. Also, bevor wir unsere Strauße aufnehmen, solltest du auf die Spielen-Schaltfläche klicken. Denn wenn das Spiel pausiert ist, dann gilt das auch für unsere Zoopfleger. Und dann wird es etwas kompliziert, die Strauße abzuliefern, oder? Ich dachte, ich muss mehrere Fensterdinger hier reinmachen, aber... Außerdem kannst du das Spiel nicht nur pausieren, sondern die Spielgeschwindigkeit auch mit der Schnellvorlauf-Schaltfläche erhöhen. Dann vergeht die Zeit doppelt oder fünfmal so schnell. Das ist besonders nützlich, wenn du auf Geld wartest oder darauf, dass Tiere in deinem Gehege eintreffen. Ich persönlich nutze es, damit der Kaffee schneller fertig wird. Wie dem auch sei. Höchste Zeit, dass wir diese Strauße aufnehmen, oder? Holen wir uns doch vier für hier. Ja, das geht erst später. Nimm deine Strauße auf. Gut, kaufen wir. Ist ja nicht mein Money, ne?
Während wir warten, dass sie von den Zoopflegern abgeholt und zum Gehege gebracht werden, solltest du es für sie vorbereiten. Füge jeweils eine geeignete Futter- und Wasserstation hinzu und einen passenden Beschäftigungsfutterspender. Es empfiehlt sich, Beschäftigungen und Futterstationen in der Nähe des Gehegezauns zu platzieren, damit die Besucher gut hinsehen und die Tiere beobachten können. Das gleiche gilt mit dem Futter. bin ich gerade irgendwie ein bisschen scheel, dass ich das nicht drehen kann? Ach so, das geht ja mit C und so. Ah, ich weiß schon wieder. Schon wieder ein bisschen lost gerade. Wo packen wir das denn hin? Ja, packen wir das einfach mal hier hinten in die Ecke. Ich bin froh, dass die Strauße jetzt einen Ort haben, an dem sie sich richtig austoben können. Wusstest du, dass sie bis zu 70 Stundenkilometer schnell laufen können? Mhm. Hoffentlich reißen die nie aus. Wenn die geblitzt werden, die Bußgelder würden uns ruinieren. Was hat Männchen? Bernie ist auf alle Fälle begeistert. Hat er seinen Blitzerwitz gemacht? Echt? Jedes Mal, wenn wir einen Strauß kriegen. Nun, da wir jetzt das Leben der Strauße verbessert haben, könnten wir das für die Pfleger doch auch machen, oder? Wir sollten eine Tierpflegerhütte bauen, damit sie die Strauße und Flusspferde leichter füttern können. Die Tierpfleger bereiten dort das Futter für die Tiere vor. Deshalb sollten die Hütten in Gehegenähe platziert werden. So verschwenden die Tierpfleger keine Zeit mit langen Wegen. Zeit, in der sie sich stattdessen um die Tiere kümmern können. Welche Richtung? Was meinst du? Warte. Meinst du? Ach so, du meinst, weiß ich nicht, was soll ich denn mal nehmen? Ja, den kann ich drehen, ist richtig. Kann ich jetzt gerade auch leider nicht platzieren oder benutzen. Kann ich das hier machen? Ich kann es leider auch gerade nicht zeigen, weil Tutorial. ja, ich musste das mal zeigen bei Gelegenheit, weil ich kann jetzt gerade echt nichts machen. Aber vielleicht muss ich gleich nochmal was platzieren. In die Richtung. Platziere, was nehme ich dann? Tierpflegerhütte klein oder Tierpfleger. Immer die hier. Du musst die Tierpflegerhütte drehen, um sie mit dem Weg zu verbinden. Ach, du meinst das hier? Dieser Pfeil an der Seite, der grüne? Oder was? Warum der grün ist und zur Seite zeigt, weiß ich auch nicht. Ich verstehe auch nicht, warum der jetzt in die Richtung zeigt, wenn der halt hier in die Richtung eigentlich zeigen sollte am besten. Nee, das weiß ich nicht. Okay. Gut, packen wir den mal hier rein. Diese Tierpflegerhütte bietet nur Platz für eine Person. Aber in der größeren Tierpflegerhütte kann das Futter gleichzeitig von mehreren Pflegern vorbereitet werden. Oh, aber Tierpflegerhütten und andere Mitarbeitereinrichtungen sollten nicht in stark besuchten Bereichen platziert werden. Die Besucher sehen Einrichtungen nicht gerne und das kann sich auf ihre Zufriedenheit auswirken. Negativ, falls das nicht klar war. Alle Einrichtungen, Läden und viele andere Objekte benötigen Strom. Zu diesen Gebäuden gehört natürlich auch deine Tierpflegerhütte. Platzieren wir deshalb einen Transformator daneben, ja? Ja, das verstehe ich gut. Wofür der jetzt ist, weiß ich tatsächlich auch nicht. Weil du die Strom-Heatmap nutzt. Diese Karte zeigt an, was in deinem Zoo mit Strom versorgt ist und was nicht. Wenn du deinen Transformator platziert hast, kannst du links unten klicken, um sie wieder auszublenden. Also hier macht es Sinn, ne?
Der verbindet sich ja auch in die Richtung mit dem Weg. Bei dem anderen bin ich mir unsicher, warum das so ist. So. Packen wir den direkt dran hier, oder? Ausgezeichnet. Jetzt können die Tierpfleger die Hütte nutzen, um Futter vorzubereiten. Und weil du sie so gut positioniert hast, müssen sie es nicht weit tragen. Wenden wir uns unserem nächsten Ziel zu, den Königstigern. Wir möchten welche aufnehmen, aber ich fürchte, noch ist nichts für sie vorbereitet. Begib dich zu dem Grundstück, das ich markiert habe. Es ist nicht weit weg. Oh ja. Alles so kleine Gehege. Alles klar. Als nächstes musst du ein Gehege von Grund auf errichten, aus Beton und Glas. Mach dich an die Arbeit und baue es. Aber achte darauf, dass das große Loch mit drin ist, das wir gegraben haben. Und die Umzäunung braucht natürlich einen Gehegeeingang. Oh, und achte darauf, dass die Besucher die Tiger sehen können. Nee. Okay, ich glaube, wir machen hier mal das und jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Hier fährt auch die Bahn lang. Ja gut, das ist ja eh jetzt sehr simpel. Ich dachte vielleicht, wenn das noch mit hier drin wäre, dann könnten wir hier eine unsichtbare Barriere ziehen, aber es geht in dem Falle leider nicht. Macht aber nichts. Wir machen aber die Länge ein bisschen mehr. Soll ja schick sein. Ich glaube, 8 Meter sind ganz okay. Kann auch ein bisschen schief bauen, kein Problem. Hauptsache, die Leute sehen mal was hier. Achso, zu nah sollte es teilweise auch nicht sein, damit du noch Spendenbüchsen drauf klatschen kannst. Ja, das ist jetzt hier so ein bisschen hin und her geschwabbelt. Ich könnte das jetzt natürlich auch auf Winkel ausrichten. So zum Beispiel. Dann wieder wegmachen. Damit man hier eben schöne große Sachen bauen kann. Ja, fein. Okay. Große Sache vor allem. Ich meine natürlich auch gerade. Aber dann wird das hier nicht gerade, weil der erste halt schief war. Naja, okay. Man kann auf jeden Fall verdammt viel machen mit dem Kram. Und ich lieb's. Was mache ich hier? Mache ich eine 10? Nein, ich mache eine 10. Achso, Dini, kurz zur Info. Ich habe bei SSO jetzt schon die Pferde gesammelt und auch die Truhen, ja. Okay, so. Also. Eingemauert ist der ganze Kram. Wo lassen wir denn die Tierpfleger rein? Ich glaube, ich würde sagen, hier hinten. Irgendwie so versteckt. Versteckt vor allem. Ja, doch, das ist. Sehr auf die Sicherheit seiner das ist versteckt also hier hinten. Das ist ja cool. Auf jeden Fall sicher gehen, dass diese Tiger nicht aus ihrem Gehege springen können, oder nicht? Dafür müssen wir einfach nur die Höhe der Umzäunung anpassen. Wähle die Gehegeumzäunung, um sie zu bearbeiten. Dafür musst du nur doppelt auf die Gehegeumzäunung klicken. Super, markiere die gesamte Umzäunung des Geheges. Dazu musst du nur klicken und das Gehege-Umzäunungsauswahlwerkzeug ziehen. Pokerug werde ich mir auch auf jeden Fall noch angucken. Ja, sehr schön. Warte, was muss ich machen? Irgendwas muss ich hochstellen hier. Erstmal alles. Hast du den gesamten Gehegeumriss markiert und kannst die Höhe der Barriere verändern, indem du das entsprechende Werkzeug nach oben ziehst. Stelle die Höhe auf mindestens 3,7 Meter ein. Da das Gehege jetzt fertig ist, können wir Spendenbüchsen in der Nähe der Aussichtspunkte aufstellen. Wir brauchen jedes bisschen Geld, das wir kriegen können. Besonders die Tiger kriegen wir mit Fertignudeln nicht satt. Darf ich bitte erstmal vielleicht. Durfte ich jetzt nicht im Nachhinein erst diese Gläser einbauen, weil so sieht man das ja nicht.
Hätte ich das direkt machen müssen? Das ist natürlich belastend. Die Pros machen das anders, ne? Also, es geht noch. Okay, ich wollte schon sagen, das wäre echt blöd gewesen jetzt. Ich würde nämlich sagen, wir machen hier so ein Glas rein und... Ich weiß nicht, hier. Und hier auch, komm. Was soll der Geiz, ist ja nicht unser Geld. So, ja, Büchsen. Büchsen brauchen wir. Stellen wir hier hin. Hier hin. Gut. Und die Einfassung ist fertiggestellt, der Gehegeeingang ist auch da und ganz wichtig, die Tiger können nicht mehr rausspringen. Ich glaube, wir können jetzt einige Tiger aufnehmen. Und was mit dem Wasser? Können wir auch noch nicht machen, ne? Die sind auch so hübsch, ne? Achso, nee, warte mal, wollte ich gar nicht. Ich wollte erstmal beide hier auswählen. Beide auswählen und dann Zoo senden. Während Zack. Die Tiger von unseren verlässlichen Zoopflegern abgeholt werden, sollten wir das Gehege für ihre Ankunft vorbereiten. Beginnen wir mit dem Wichtigsten. Platziere eine passende Futterstation für sie. Diesmal versuchen wir etwas anderes anstelle der Wasserschüssel. Manche Tiere brauchen ein Becken in ihrem Gehege, damit sie schwimmen, aber auch daraus trinken können. Du musst nur darauf achten, dass das Ufer nicht zu steil ist, sodass die Tiere das erfrischende Nass ohne Probleme erreichen können. Ein Becken ist bereits ausgehoben, aber du musst es noch mit Wasser füllen. Das kannst du mit dem Wasserwerkzeug in Gelände erledigen. Blockiert. Warum ist denn das blockiert hier hinten? Na gut, dann machen wir es so. Das sieht wirklich gut aus. Natürlich brauchen diese Tiger genau wie die Warzenschweine und Strauße eine Beschäftigung. Warum fügst du ihrem Gehege nicht passendes Beschäftigungsspielzeug und Futter hinzu? Ja, gib mal. Okay, da laufen sie, ne? Ist das nicht niedlich? Können wir hier... Achso, ne, war die falsche Taste. Hier einmal das machen. Ja, ist so. Dann machen wir hier noch was zum Spielen hin, würde ich sagen. Oh, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei uns. Schön, dass du da bist. Langsam nimmt hier alles Formen an. Also, die Tiger benötigen einen Rückzugsort in ihrem Gehege, damit sie sich vor den Besuchern oder schlechtem Wetter verstecken können. Obwohl das hier in England ja eher als normales Wetter gilt. Nur zu. Platziere einen Rückzugsort in ihrem Gehege. Du kannst entweder einen aus verschiedenen geeigneten Teilen bauen oder einfach den Entwurf nutzen, den ich für dich gefertigt habe. Okay, hier ist jetzt so ein Entwurf. Dürfte ich jetzt auch rein theoretisch was bauen? Nee, der zeigt mir an, ich soll das hier... Obwohl, hier hat der so ein paar Sachen. Aber ich finde, dieser Unterschlupf würde halt gar nicht passen, ey. Wenn ich da jetzt was baue, sieht das jetzt nicht so sexy aus, sag ich jetzt mal, ne? Nee, komm, wir machen mal ganz entspannt dieses Tutorial. Und bauen werde ich noch genug in diesem Leben. Vielleicht nicht in den Kampagnen, obwohl ich glaube, in den Kampagnen kann man auch schon teilweise echt bauen. Aber auch so Franchise-Zoos oder sowas. Also da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, das zwischendurch mal zu machen und dann vielleicht da Folgen abzudrehen. Und ja. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich finde, das ist sehr hoch für so ein... Für einen Teaser. Ich überlege gerade, das vielleicht ein bisschen runterzusetzen. Aber ich meine, hinten ist auch offen, ne? Also, keine Ahnung. Vielleicht nochmal diesen hier. Ein bisschen eingebettet. Du hast bestimmt bemerkt, dass die Tiger ein wenig verstimmt wirken. Das liegt daran, dass sie von dem Gelände in ihrem Gehege nicht allzu begeistert sind. Wähle einen Tiger aus und öffne sein Infofenster. Ja.
Sehr gut. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Oh. Anhand der Geländeinfo kannst du erkennen, wie Tiere zu den verschiedenen Geländetypen stehen. Und du weißt dadurch auch, was ihnen in ihrem Gehege fehlt oder was zu viel ist. Die haben zu wenig Erde. Also gut. Öffne das Geländebearbeitungswerkzeug, wähle Malen aus und füge Erde hinzu. Das sollte das Wohlbefinden im Bereich Lebensraum erhöhen. Gut. Ich mache das auch ganz gerne mal so ein bisschen realistischer, sodass man irgendwie, weiß ich auch nicht, so ein bisschen auch so sieht zum Beispiel, wo zum Beispiel der Pfleger immer reinkommt. Das ist dann hier, wo eigentlich keiner irgendwas sieht. Das ist dann hier zum Beispiel, weiß ich nicht, der geht dann da lang so, ne? Oder auch so Wege grundsätzlich so durch das Gehege. Ich wollte gerade durch das Regal sagen, ich kann nicht irgendwas machen und gleichzeitig reden. Das ist ja irgendwie, das ist ja ein bisschen anstrengend. Okay, hier machen wir noch ein bisschen dahin, das wird oft benutzt. So, hier kann man noch ein bisschen was verdunkeln, da ist irgendwie so ein Hügelchen. Und hier kann man ein bisschen leichte Erde noch reinpacken, weil sind ja auch Sachen. Ich meine, es sind ja auch Pflanzen hier noch. So. Okay, machst du gerade etwas? Okay, die Deckkraft ist irgendwie gerade... Ah, die Stärke ist überhaupt nicht hoch. Kann natürlich auch die Stärke noch hochpacken. So, ne? So ein bisschen realistic. Ich mag das total gerne auch, so Gehege zu bauen, von denen ich weiß, okay, so würden sie es anpassen, so viel würde das vielleicht auch in deren Natur, in ihrem natürlichen Umfeld eventuell... So fänden die das gut. Was ich halt auch nice finde, ist, dass man hier jetzt zum Beispiel diesen Weg bauen kann. Oder, ne? Und dann kannst du nochmal ein bisschen leichteres drüber legen. Und, ne? Man sieht das dann halt noch so ein bisschen. Das finde ich halt auch immer ganz cool. Also, du kannst echt viel machen. So, hier machen wir auch noch was hier zu diesem. Den Weg zu diesem Kürbis, der schon gefressen wurde. Vielleicht auch nochmal hier so ein bisschen. Mehr. Jetzt habe ich immer noch zu viel. Ja, ist kein Problem, ich bin noch nicht fertig. Also ich kann mich ewig lang daran aufhalten, Gehege zu bauen. Wirklich. Das ist nice. Ich liebe es wirklich. Weil dieses Spiel einem sehr viele Chancen bietet. Die meisten spielen es ja wahrscheinlich auch selbst oder haben es schon mal gespielt. Ja, ich lieb's. Kann man nicht anders sagen. Ich mache noch ein bisschen schweren Sand hier. Erde meine ich natürlich. Hier noch ein bisschen hin und hier noch ein bisschen hin, damit die da sich dran freuen. Kurzes Gras. Müssen wir ein bisschen mehr machen. Ein bisschen mehr kurzes Gras. Okay, dann nehmen wir ein bisschen mehr kurzes Gras hier rüber. Ein bisschen nochmal darüber. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr über das hohe Gras. Keiner will hohes Gras, ne? Keiner. Alle Tiere brauchen Pflanzen ihres eigenen Bioms oder Kontinents. Du weißt schon, Wüsten, Graslandschaft, Asien, Europa. Oh. Diese Tiere benötigen noch einige Pflanzen ihres Lebensraums. Perfekt geeignet sind Pflanzen aus den tropischen und gemäßigten Biomen Asiens. Die Tiger werden wollen, dass ein gewisser Bereich ihres Geheges mit diesen Pflanzen bestückt ist. Welche und wie viele du brauchst, siehst du, indem du einen Tiger auswählst und den Reiter Umgebung öffnest. Mhm. Also, wie du sehen kannst, eignen sich manche der Pflanzen im Gehege nicht für Tiger. Die Akazienbüsche zum Beispiel. Du kannst sie entfernen, wenn du willst. Du findest die benötigten Pflanzen im Bereich Natur. Und mit Filtern werden dir nur die Arten angezeigt, die du haben willst. In diesem Fall sind das Pflanzen aus dem tropischen oder dem gemäßigten Biom und aus Asien. Die labert immer so viel. Okay. Was ich nice finde an erster Stelle ist, dass man das hier direkt aussehen kann und direkt sehen kann, welche sind das. Das zum einen, du kannst sie einfach direkt entfernen. Das gab es früher nicht. Das gab es früher einfach nicht. Das fand ich ziemlich schade. Du musstest es immer so zurechtsuchen und das war immer meh. Mittlerweile kannst du es dir einfach wegmachen.
Also wirklich wegklicken, das was rot ist, klickst du hier einfach weg und fertig. Das finde ich auch ziemlich cool. Jetzt ist es auf einmal ziemlich kahl. Hi Arsi, was geht? Ja, ich hatte Bock mal wieder Planet Zoo zu spielen zum einen. Zum anderen habe ich noch nie die Kampagne mal so ordentlich gemacht. Und ja. So, und dann haben wir zum einen auch noch die Sache, dass du hier auf die Sachen draufklicken kannst und der dir das direkt rausfiltert. Zack, zack, zack. Du hast hier alles drin. Mega gut. So. Was machen wir? Ach, Bambus. Ah ja, stimmt, der ist ja ein Asiate. Stimmt. Oh, ich liebe es, mit Bambus zu bauen. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir? Bepflanzung? Einfach alles vollpacken. Ja, das stimmt, das stimmt. Okay, wir brauchen Bambus. Bambus braucht die Welt. Oh, nee, das mag ich nicht. Warte mal ganz kurz. Das muss ich mal eben ausmachen. Das finde ich nämlich schrecklich. An Oberfläche ausrichten ist das nämlich. Das mag ich gar nicht. So. Das macht, es macht manchmal echt Sinn. Aber ganz oft macht das irgendwie einfach nur meh. Okay, ist das das lange? Nee, es ist das buschige. Ja, das darf auch so ein bisschen rausgucken. So, ganz wichtig auch, nicht einfach alles hinklatschen, sondern auch ein bisschen was drehen, damit ja, es auch ein bisschen anders aussieht. Du kannst das genauso gut auch in der Höhe versetzen und so weiter. Das macht echt Bock. Also, man kann da echt viel machen. Könnten da noch was vorbauen, dann sieht man auch nicht immer so direkt diesen Eingang. Gibt es auch dieses kleine Buschige? Achso, nee, das ist das. Oh nee, das kleine gibt es nicht. Egal, dann machen wir einfach hier das hier davor so ein bisschen niedriger. Damit man das nicht direkt von den allen Seiten sieht. Hier hinten fehlt auch noch ein bisschen was. Hier machen wir so ein langes Teil davor. Jetzt wäre das so angepflanzt worden extra. So. Ja, ist so. Es ist so. Ich habe ja auch schon einige Stunden. Aber wie gesagt, ich wollte einfach mal die Kampagne machen, weil der Zoo, die so stellen, die bringen dir auch irgendwie voll viele Ideen und so. Also ich finde das immer super, super interessant. Und ja, du kannst alles machen, gefühlt mit. Also es ist so genial. Es ist einfach genial. Okay. Das haben wir. Was machen wir noch? Wir machen so ein bisschen hier so ein bisschen Rohrschilf, würde ich sagen. Hier ist ja schon so ein bisschen am Wasser. Okay, das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen blöd. Hier noch ein bisschen was hin. Huch. Halt mal auf. Was ist denn mit dir? Geht's dir gut? Ja, geht's dir fein, ne? Ja. Süß, ne? Hier machen wir so einen dicken Busch noch hin. So. Hier ist auch der Farn noch. Das ist auch nice. Ich liebe Farn. Farn arbeite auch, ich auch ganz, ganz viel. Hier machen wir auch noch so ein Büschelchen hin. So, okay. Und was noch? Ich bin auch immer so ein Typ, der erst Steine setzt. Wenn die gleich sagt, jetzt setzen wir noch ein paar Steine, dann ist vorbei, ne? Ich bin immer der Typ, der erst Steine setzt und dann alles bepflanzt. Finde ich einfach besser. Keine Ahnung. Könnt ihr mal schreiben, wie ihr das macht, aber ich brauche das. So, ich finde der Strauch, der passt jetzt zurzeit nicht gut rein in das Gehege. Oder vielleicht später, I don't know. Eine Palme. Sollen wir denen euch eine Palme geben hier? Eine kleine Palme. Ich glaube, das war ein Jahr. Eine schräge Palme. Da keine bestimmte Reihenfolge. Ja gut, vielleicht bin ich auch einfach nur irgendwie eigen. Komm, machen wir hier einen Palme hin. Oh mein Gott. Alter. Es heißt, dass gute Zäune gute Nachbarn machen. Das trifft wohl besonders zu, wenn dein Nachbar ein Königstiger ist.
Aber diese Tiger sehen so zufrieden aus, dass sie vermutlich auch dann nicht ausreißen würden, wenn ihr Zaun kaputt wäre. Oh, aber lass es lieber nicht drauf ankommen. Gut, statten wir den blauen Pfauen einen Besuch ab. Wir müssen wohl ihr soziales Wohlbefinden verbessern. Ich sag euch jetzt mal was, es ist so unbefriedigend, dass ich das nicht fertigstellen darf. Ich weiß nicht, ob das am Ende geht, aber hier darf ich halt gerade gar nichts machen, wie ihr seht. Und ich bin da sehr, ja, ich bin sehr detailliert, was das angeht. Wirklich sehr detailliert. Ich klatsch da nicht einfach alles rein. Nee, gut, du bist auf die Zucht aus. Ich bin eher immer auf Sandbox und detailliert und ganz schicki machen. Obwohl es für mich auch mal eine ganz krasse Herausforderung wäre, mal Franchise zu spielen und da wirklich von klein auf wirklich alles dann groß zu machen. Ihr versteht, was ich meine, ne? Erstmal so kleine hässliche Gehege und die dann nach und nach umbauen. Das wäre auch auf jeden Fall etwas, worauf ich wirklich Bock hätte. Und ich mir auch vorstellen kann, dass es mir Spaß macht. Hey Brainless, was geht? Ja, also ja, es ist gerade sehr unbefriedigend. Ich weiß, dass man das nach und nach mehr machen darf, aber es ist gerade so unbefriedigend. Also wähle einfach einen V aus und öffne sein Infofenster. Dann können wir mit Adlerauge sehen, wie es ihm geht. Obwohl ein Adlerauge wahrscheinlich besser für Greifvögel geeignet wäre. Öffne den Bereich soziales Wohlbefinden für mehr Details. Ah, nun, die Pfauen haben eindeutig genug Platz und gestresst sind sie auch nicht. Aber in ihrer sozialen Gruppe scheint etwas nicht zu stimmen. Sehen wir uns das näher an. Klicke auf den Reiter Sozialverhalten im oberen Bereich des Infofensters, um mehr zu erfahren. Gut. Wie du siehst, sollten mehr Pfauen im Gehege sein. Dieses kleine Problem löst du, indem du 3 weitere weibliche Pfauen aufnimmst. Na los! Du weißt ja, wie das geht. Ich esse gerade nebenbei so eine Obstschale. Was heißt eine Obstschale? So eine... Bei Rewe gibt es so große Obstschalen teilweise auch. Und da sind so verschiedene Sachen drin. So Melone und so. Traube und so weiter. Oh, das ist so lecker. Hallo Schatz! Hallo Schatz! Hallo! Ja, Franchise ist wirklich eine Herausforderung. Ja, die Leute im Shop sind sowieso wahrscheinlich krank drauf. So, wir packen hier neue Pfauen rein. Ich vermute, dass sie bald geliefert werden. Aber es klingt leider so, als ob unser Schneeleopardenweibchen etwas mürrisch wäre. Gucken wir doch mal, ob wir ihr helfen können. Ich kann euch auf jeden Fall den Tipp geben, wenn ihr Pfauen baut, reicht ein Pärchen maximal, oder ne, ein Männchen mit maximal 2 Weibchen, weil die sich so krass vermehren, dass du überhaupt nicht mehr hinterherkommst. Ich schwöre es euch. So viel dazu. Hier. Hallo. Tiere können genauso wie Menschen Stress empfinden, wenn etwas nicht ganz stimmt. Als würdest du Zeuge sein müssen, wenn jemand Milch vor dem Teebeutel in die Tasse gibt. Schneeleoparden stresst es, wenn sie nicht genug Privatsphäre haben. Wo ist denn der kleine Racker? Du kannst den Stress verringern, indem du die normalen Glasbarrieren durch Einwegspiegel ersetzt. Das ist nicht billig, aber sie sind die Investition wert. Dadurch haben die Schneeleoparden eine Rückzugsmöglichkeit, wenn sie den neugierigen Blicken unserer Besucher entkommen möchten. Ich finde manchmal die Animation immer noch nice. Achso, die wollen zu 14. Ja, okay, dann. Achso, da war da nicht gerade irgendwie. Ach, stimmt, ich habe es ja auch gerade gesehen. Ja, ist richtig. Aber sie machen so viel und so schnelle Babys. Ja, die bleiben wirklich eine Katastrophe, hast du recht. Okay, was war jetzt unsere Aufgabe? Tausche die Glasbarrieren gegen Spiegelglas aus. Kein Problem. Aber nicht alle, oder? Oder doch, es kann sein, dass... Warte mal.
Ach, hier das. Ja, moin, auch an der Stelle. Warte mal, jetzt habe ich das gerade irgendwie richtig verkackt hier. Wird ein Tier aus seinem natürlichen Biom gerissen, ist es wahrscheinlich, dass es ihm zu heiß oder zu kalt ist. Den Schneeleoparden ist es natürlich selbst bei dem schrecklichen Wetter in Großbritannien zu heiß. Du solltest das Gehege abkühlen, indem du Klimaanlagen hinzufügst. Aber öffnen wir zuerst die Temperatur-Heatmap und werfen einen Blick auf die Temperatur im Leopardengehege. Ja, ist kein Problem, alles gut. Ich reagiere auf beide Namen. Aber das wird sich halt nicht durchsetzen, ne? Weil wir halt noch so klein waren in der Zeit. Und ja, aber ich reagiere auf beides, keine Sorge. Sims ist, ja, da bin ich halt auch... Also ich habe früher gar kein Sims gespielt, das habe ich wirklich letztes Jahr oder so zum ersten Mal gespielt so. Und das ist schon echt eine Aufgabe, ne? Also das ist schon echt, bin ich auch heillos überfordert teilweise. Das zwischendurch auch mit meinem Freund parallel gespielt und er dann so, ich habe schon so weit bin ich im Job und dieses und jenes und denke mir so, hä, ich versuche erstmal, weiß ich nicht, der ihren Alltag auf die Kette zu kriegen so. So, Heatmap on. Jetzt gehen wir auf die Temperatur. Wie du sehen kannst, haben wir bereits eine Klimaanlage installiert. Platzieren wir weitere, um einen möglichst großen Teil des Geheges so kühl wie möglich zu machen. Zum Glück ist es bereits mit Strom versorgt, aber in Zukunft musst du auch darauf achten. Zur Info, wenn irgendein Teil des Geheges Strom hat, hat das ganze Gehege Strom. Ich möchte jetzt ja nichts sagen, aber diese Klimaanlage ist auch super uneffizient gesetzt, ne? Aber gut, wir sagen mal nichts. So. Achso, warte mal, wir müssen, das lassen wir mal an. Können wir ja sehen. Warte, einfach am besten machen wir hier eins hin. Und auch hier eins hin. Müssen wir jetzt warten, bis es kalt wird? Ich hätte auch das einfach reinsetzen können mehr, aber... Die wollen das nicht. Die haben genug Kohle, das geht schon. Ich warte mal ab, wenn es jetzt richtig kalt ist, ob der dann noch was zu meckern hat, dann setze ich die vielleicht weiter rein und packe hier noch eine hin. Okay, warte mal, vielleicht kann ich die umsetzen. Nee, darf ich natürlich nicht. Gut, dann setze ich hier vorne auch noch eine hin. Heatmaps gibt es für allerhand hilfreiche Sachen. Sieh sie dir also unbedingt alle an und nutze sie gut. Es dauert ein bisschen, bis sich die Temperatur nach dem Hinzufügen von Klimaanlagen oder Heizungen ändert. Da wir die Klimaanlagen aber jetzt platziert haben, kümmern wir uns um das Geländewohlbefinden der Tiere. Leoparden brauchen Schnee und Felsen. Das kriegen wir hin. Die Community einfach als Sims erstellen. Ui. Also ich glaube... Also erstens kenne ich die meisten ja gar nicht vom Gesicht her. Genauso wie ihr mein Gesicht nur... mit Filter kennt. Ich kenne ja die wenigsten Gesichter. Wenigsten Gesichter, das wäre natürlich ein bisschen tragisch. Also, was wollte sie jetzt? Sie wollte, dass ich Felsen reinbaue hier, ne? Kann ich das nochmal hier irgendwo sehen? Ja, hier. Verbessere das Gehege der Tierschneebäder. Ersetze das, dieses, jenes, erhöhe das Wohlbefinden auf 100%. Wohlbefinden? Ist auf 98. Das Gelände. Die Lebensqualität und das Gelände. Oh, das ist ja super unschön. Oh, das wollte ich gar nicht. Warte mal, hier war so ein Zurückmachknopf hier. Der arme, der Baum, in dem er so süß drin lag. Wäre einfach weggemacht. Okay. Ach, das darf ich auch nicht. Ich darf nur Felsen? Asiatische Felsen gibt es anscheinend nicht. Nee, Felsen darf ich auch nicht machen. Hä, was darf ich denn machen? Gehege. Was zum Spiel. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ich habe nicht aufgepasst, was ich tun soll, weil ich gerade gelesen hatte.
Wohlbefinden ist auf 98%. Dann haben wir hier einmal das Gehege. Das Gelände. Gut geeignet. Ach so, hier das wahrscheinlich, ne? Warte, wo war das denn nochmal? Bin ich jetzt total Banane? Hier, oh mein Gott. Oh mein Gott, wir machen erstmal die Heatmap aus. Die macht mich wahnsinnig. Ah, ich habe gerade irgendwie an alles andere gedacht, aber nicht an das Einfachste. Also, das ist natürlich fantastisch, meine Freunde. Wir können noch ein bisschen Gras gleich reinpacken, aber ansonsten nur Fels. Okay. Machen erstmal vielleicht ein bisschen kurzes Gras noch. Ich weiß nicht. Er ist zu viel langes Gras auch. Weg. Obwohl, wenn wir eh Felsen reinklatschen, darf noch ein bisschen mehr. Plus Schnee. Dann wird das schnell gut werden. Langes Gras ist immer noch zu viel vorhanden. Vielleicht irgendwie auch hier drunter. Das ist nämlich auch so ein kleiner. So, und dann machen wir noch ein bisschen Schnee rein, weil es ist ein Schneeleopard. Du solltest jetzt ziemlich genau wissen, wie du Tiere glücklich machen kannst. Deshalb möchte ich, dass du jegliche Probleme in den Gehegen aller anderen Tiere im Zoo behebst. Das wird das durchschnittliche Wohlbefinden der Tiere im Ganzen zu erhöhen. Und dieses durchschnittliche Wohlbefinden ist ein äußerst wichtiger Wert. Um auf einen Blick zu sehen, wie es all deinen Tieren im Zoo geht, musst du die Zooverwaltung und dann den Bereich Tiere öffnen. Nicht übel, gar nicht übel. Ich glaube, man kann getrost sagen, dass du den ersten Teil deiner Ausbildung mit Bravour bestanden hast. Es gibt noch viel mehr zu lernen, aber dafür müssen wir einen der anderen Zoos von Bernie besuchen. Schnapp dir deinen Pass und es kann losgehen. Auch schön, dass sie einfach so mittendrin reingrätscht. Klingt, als würde der ganze Zoo friedlich vor sich hinschnurren. Nun, schnurren, grunzen, kreischen, brummen, die ganze Symphonie der Tierstimmen. Ich hatte wohl recht, dich anzustellen, Verrate ihr nicht, dass ich geplaudert habe. Aber Nancy dachte, du würdest noch am selben Morgen aufgeben. Wir freuen uns also umso mehr. Und Nancy schuldet mir jetzt einen Foxy Coffee. Wir haben uns zwar gerade erst kennengelernt, aber wenn ich dich so ansehe, bist du für mich wie das Kind, das ich nie hatte. Nach dem einen, das ich habe, natürlich. Aber meine Tochter ist keine Tierpflegerin. Versteh mich nicht falsch. Emma liebt Tiere über alles, aber ihre Ziele liegen noch einmal eine Stufe höher. Sie will den gesamten Planeten retten. Ich begnüge mich damit, ein paar Arten zu retten und wäre glücklich, wenn man eine Froschart nach mir benennen würde. Meine Güte, okay. Also, ja, darfst du fragen. Ich werde das rausschneiden. Ich werde das auch in ein Video packen, aber darfst du gerne fragen. So, die neuen Pferde in SSO, ich finde die richtig cute gemacht. Ich finde, SSO macht bei den Pferden gerade eine richtig, richtig gute Arbeit, vor allem bei den Farben. Ich finde, die Farben sind derzeit wirklich, wirklich absolut fantastisch. Also, die waren nie besser, finde ich. Was sehr, sehr schwer macht, sich zu beherrschen. ja, also das ist nee, ich rede ja gern darüber und ich finde auch, dass wir hier darüber reden, quatschen sollten. Das ist ja auch, soll nicht nur um das eine gehen, sondern, weiß ich nicht. Ich finde es angenehmer, wenn wir einfach plaudern können und das finde ich dann voll in Ordnung. Ich finde die Pferde eigentlich ganz gut. Sie werden jetzt nicht meine absolute Lieblingsrasse, aber ich finde die Farben recht schön. Und, ich finde, das haben sie sehr gut umgesetzt, gerade weil die auch ja charakteristisch, gemacht wurden, so wie sie halt auch gezüchtet werden und so weiter. Irgendwie sieht das hier voll nice aus. Jetzt könnte man hier ein Blumenbeet oder noch ein Gehege reinbauen. Ich wollte mir einfach mal angucken, ich habe mir das nie gemacht, mir einfach mal den Zoo richtig anschauen. Die könnten jetzt auch komplett durchlaufen, aber so spannend finde ich es dann doch nicht. Hier,
Das ist dieser Bahnhof im Endeffekt. Bahnhof, also kann man da eigentlich auch mitfahren? In First Person? Achso. Ich glaube, da kann man auch irgendwie mitfahren. Aber vielleicht sollten wir hinten fahren dann. Achso, ich will ja gar keine Schienen bearbeiten. Hier will ich gar nicht sitzen, ne? Hä? Was habe ich getan? Achso, ja, warte, ich will hinten sitzen. Achso. Achso, du kannst das gar nicht. Okay, gut. Egal. Ich wollte weiter hinten sitzen, damit ich auch wirklich alles sehe. Aber gut, dann ist ja hier das Pfauengehege. Wenn das Spiel an sich übrigens zu laut ist, wenn ich hier unten so rumscrolle, dann müsst ihr das sagen. Oh, wie schade. Na, dann ist nachher die Freude umso größer, wenn du dir eins kaufen kannst. Hier sind Katars drin. Auch richtig niedlich. Das ist schick. Das finde ich süß. Das haben sie gut gemacht. Zu welcher Farbe tendierst du denn? Hier sind die Bären. Ach, das ist ja auch cool gemacht. Warte mal. Ist das das Gehege, wo wir eben gearbeitet haben? Nee, oder? Hier ist auch so ein... Das ist ziemlich cool hier. Können die zwar gerade erst nur stehen, aber sehr schön. Ja, deshalb wollte ich das eigentlich auch machen, aber wenn du da so ganz vorne sitzt, ist es irgendwie blöd, dass du... Oh, wie süß. Finde ich das irgendwie blöd, dass du ganz vorne sitzt. Das fand ich gerade irgendwie doof. Okay, wir gehen mal weiter hoch. Hier ist nochmal so ein Mitarbeitergedöns. Oh, hier ist auch so ein... Oh, das ist auch cool gebaut. Guckt mal. Aussichtspunkt, kannst du reinschauen. Kannst aber auch nach unten rein. In den Stall reingucken, wo die schlafen. Sehr cool. Das ist sehr, sehr cool. Hier ist auch noch was unfertig. Also man könnte wirklich einfach diesen Zoo übernehmen und weiterbauen, wenn man Bock hätte. Hier war der Schneeleopard. Ich glaube, ich habe noch irgendwas verpasst, was ich sehen wollte. Okay, keine Ahnung. Hier sind die Warzenschweine drin, die uns angrunzen. Hier ist einfach Brunnen. Warte, wir sollen hochgehen. Hier hinten waren wir doch noch gar nicht. Das sind die Strauße. Das Mitarbeiterzeugs. Und hier. Sind die Nilpferde so süß? Ich finde die Nilpferde so super. Den Overo. War das nicht ein Tobiano? Der. Achso, der Overo, den ich auch gekauft habe, meinst du? Ich glaube, das ist der. Ja, ich finde, den haben die auch echt gut gemacht. Ich habe mich dann für den entschieden. Ich finde aber auch den Tobiano richtig schön. Hier ist auch nochmal so ein kleines... Was ist denn das? Achso, nee, ja doch, hier könnte man auch ein kleines Gehege reinbauen. Ja, cool, richtig gut gemacht. Warte, was ist denn... Ach, das ist doch von den Nilpferden, genau. Ist aber nichts am Schwimmen, ne? Haben die auch so eine Unterwasser-Viewing gebaut? Zufällig? Natürlich haben sie das. Oh, ich steck fest. Okay, machen wir mal Trick 17. So. Also, wenn die Viecher hier schwimmen... Kann man das sehen, aber hier schwimmt nichts. Finde ich richtig cool, ne?
So unter Wasser, das ist richtig geil. Oh, süß. Schild selbst gebaut. Ja, schade. Aber die schwimmen gerade leider nicht. Die schlafen. Und essen und so. Ja, cool. Also, ich finde es immer wieder spannend, was die hier so sich einfallen lassen. Was ist hier? Ach, hier sind auch noch Wölfe? In welchem Leben sind denn hier mal Wölfe? Das habe ich gar nicht gekriegt. Voll gut. Ja, nee, ist richtig. Weil gab einen Tobiano, einen Overo, ist richtig. Ich hab mich vertan. Genau, hier waren die Löwen drin. Für Manpack-Verhältnisse sind die Gehege alle einen Ticken zu klein, aber okay. Meckern wieder auf hohem Niveau. Ja, cool. Okay, gefällt mir gut. Können wir dann jetzt zum Hauptmenü und einfach ins nächste rein, ne? Können wir auch so speichern. Ja, ja, speichern war. Ach so, nee, oder? Graslandschaft. Oh. Aber wir speichern das einfach neu ab. Ja, ja, komm. Okay. Ein bisschen Melone essen, ne? Und dann haben wir jetzt hier das zweite. Das starten wir neu auch auf leicht. Let's go. Oh, das sieht ja geil aus. Willkommen auf Madagaskar. Ist etwas anderes als das alte, trostlose England, was? Naja, bis auf das Wetter. Der Regenwald wird eben nicht ohne Grund so genannt. Du wirst in einer Auffangstation für Affen arbeiten, in der wir wichtige Arbeit zur Arterhaltung leisten. Dabei geht es nicht nur um Affen, sondern um verschiedene Arten. Aber Affen. Affen sind die nächsten Artverwandten des Menschen. Und doch werden sie behandelt. Nun, sie werden behandelt, wie wir auch einige Angehörige unserer tatsächlichen Verwandtschaft behandeln. Deshalb bin ich auch entschlossen, hier etwas Gutes zu bewirken. Wenn wir einen Teil der Welt in einem besseren Zustand hinterlassen können, als wir ihn vorgefunden haben, hatte unser Leben einen Sinn. Ich hoffe nur, das gilt nicht für mein Zuhause. Bei dem Chaos dort hätte mein Leben sonst ganz sicher keinen Sinn. Und was sagst du zu Madagaskar? Mir ist es hier etwas zu heiß. Naja, das hier ist auf jeden Fall Bernies Auffangstation für Primaten. Neben Primaten gibt es hier aber noch jede Menge andere Tiere. Wollen wir uns mal ein bisschen umsehen? Als erstes schauen wir bei den roten Waris vorbei. Das sind die, die aussehen, als gehörten sie in ein Stück von Shakespeare. Komm, geh zu ihnen rüber. Ja, ich glaube, das will ich gar nicht sehen, Arsi, wenn die das so, ja, so auf Krampf bauen irgendwie. Und, ach, keine Ahnung, das würde mir überhaupt nicht gefallen, da hätte ich gar keine Lust drauf. Das fände ich überhaupt nicht gut. Ich bin froh, dass ich sowas noch nicht sehen musste, weil da blutet mir trotzdem das Herz. Rote Waris leben in den Regenwäldern der Masoala-Halbinsel im Nordosten von Madagaskar. Sie werden 15 bis 20 Jahre alt. Unglaublich, oder? Okay, wenn du bereit bist, bewegen sich so schnell zu den Borneo-Orang-Utans. Aber sie bewegen sich gar nicht. Süß. Süß sind sie. Aber ich meine, jetzt guckt euch mal bitte dieses Terraforming an. Das ist ja auch alles ja selbst gestaltet, so sag ich jetzt mal. Da muss er erstmal drauf kommen. Und ich finde es halt auch mega cool, wenn es da zu diesem Zoo so eine Hintergrundstory gibt. Auffangstation oder, weiß ich nicht, gerettet oder Zuchtprogramm oder keine Ahnung. Es gibt ganz viele Sachen, die man so machen kann. So.
Oder Orang-Utan. Orang-Utans sind wunderbare Tiere. Sie sind in Zoos immer echte Besuchermagneten. Und sie sind die größten in Bäumen lebenden Tiere der Welt. Es sei denn, du zählst auch Löwen dazu, die da oben festsitzen. Schau sie dir doch mal näher an. Rufe dazu das Infofenster auf und wähle die Tierkamera. Da bin ich schon bei. Sind einfach großartig. Wenn du soweit bist, schauen wir uns danach mal die Bonobos an. Die sind was ganz Besonderes. Ich muss leider zugeben, dass ich überhaupt nicht der Affen-Fan bin. Also süße Affen irgendwie schon, aber so diese großen Affen bin ich gar kein Fan von. Ich weiß nicht. Ich finde die irgendwie so... Ich kann es euch nicht sagen. Es ist einfach... Ich mag sie nicht so besonders. Das ist auch eins, wo sie gerade sagte, das stimmt, das haben wir in Leipzig festgestellt, da waren auch sehr viele bei den Orang-Utans und wir wollten einfach nur da durch und alle standen da und haben sich die angeguckt und wir so, nein, wir wollen weiter, wir wollen keine Affen sehen. Oh, sieht aus, als kämen wir gerade recht. Eine der Barrieren des Geheges ist zusammengebrochen. Und natürlich hat sich einer der Bonobos aus dem Staub gemacht. Wir müssen ihn wieder einfangen. Vorher sollten wir aber die anderen Bonobos in Transportboxen stecken, damit sie nicht auch noch ausbüchsen. Wähle die Gehegegrenze, um das Gehegeinfofenster aufzurufen. Gut, jetzt wechsel zum Reiter Tiere. Klicke nun auf alle Tiere versandfertig machen, um die restlichen Bonobos in Transportboxen zu sperren. Zack. Jetzt brauchen wir einen Tierarzt, um den entflohenen Bonobo einzufangen. Unser letzter Tierarzt hat aber gekündigt und ist zu einer Forschungsreise aufgebrochen. Das ist nicht gut. Wir müssen dringend einen Ersatz einstellen. Geh in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Dort findest du Informationen zu allen Mitarbeitern. Jetzt ist aber nicht die Zeit, dir das anzuschauen. Stell einen Tierarzt ein. Es ist die Frage, wo der hin ist. Klicke dann auf einen der Wege, um den Tierarzt im Zoo zu platzieren. Pack den mal irgendwo hier hinten, dann, keine Ahnung. Gut. Kümmern wir uns jetzt um den Ausbrecher, bevor er allzu viel Chaos anrichten kann. Nutze die Tierwarnungen, um zum entflohenen Bonobo zu gelangen. Ja, wo ist er denn? Das ist ja nur, Also, hier zeigt er mir das zwar an, aber er zeigt mir nicht an. Ja, kann ich ja mal einfach durchklicken, oder? Ja, war jetzt auch nicht da. Die sind ja alle hier drin. Oder zeigt er mir eh nur die an, die da drin sind jetzt gerade? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, muss ich jetzt... Ich weiß, dass die entkommen könnten, aber er zeigt mir halt auch nicht an, wo jetzt genau der eine ist. Ist ja lustig, ey. Mal eben einfach direkt stoppen sollen auch. Wollt ihr mich flachsen? Kein Zielort ausgewählt. Ja, natürlich nicht. Also ich hatte mal im Kopf, dass man das schneller rausfinden kann. Vielleicht stelle ich mich auch gerade einfach nur blöd an, aber sind die alle hier drinne einfach nur? Und ich kann jetzt auswählen, wen ich will. Warte, die ist. Wo ist das?
Auch da drin. Verdammt. Wo ist denn der Affe? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier laufen halt auch keine Leute weg oder so, dass ich mal sehen könnte. Hier laufen Leute weg. Beim Weglaufen schmeißen noch das Geld in den Rhein. Nee, das war Müll. Ich schnall das gerade nicht. Wo sehe ich das Vieh denn? Er kann ja gerade irgendwie nicht sein, dass man das nicht sieht. Dieser eine Affe. Normalerweise kriegst du die Benachrichtigung, ist ja richtig. Aber ich habe halt keine Benachrichtigung bekommen, dass da dieses eine Tier ausgebüxt ist. Da war nur, dass die Barriere kaputt war. Und das bringt mir nichts. Boah, das sieht cool aus. Ja. Das bringt mir doch nichts. So, also hier laufen die Leute weg. Das war es laut. Also hier irgendwo laufen die Leute weg. Denn? Okay, das nervt mich gerade ein bisschen dezent, als ob ich mich so dumm anstelle. Kann der Tierarzt sich dann nicht einfach drum kümmern? Ach hier, oh mein Gott. Klicke dann auf Tierarzt rufen, um den Tierarzt zu holen, damit er das Tier. Mann, fängt. Was für ein schöner Mist. Während sich der Tierarzt um den Bonobo kümmert, sollten wir das Gehege in Ordnung bringen, damit die Tiere nicht nochmal ausbüchsen. Begib dich zum Gehege. Wie du siehst, ist die Barriere kaputt. Da hat jemand offensichtlich nicht aufgepasst. Ersetzen wir diesen Teil. Wähle die Barriere, dann bearbeiten wir sie. Lösche den kaputten Abschnitt der Barriere und ersetze ihn mit einem neuen Bauteil. Oh, was ist das denn? Gut, das wäre erledigt. Jetzt müssen wir oben auf die Barriere eine Klettersperre setzen, damit die Bonobos nicht einfach aus dem Gehege klettern können. Achte darauf, dass du den richtigen Teil der Barriere ausgewählt hast, wenn du das machst. Also, rufe jetzt die Optionen auf, um festzulegen, auf welcher Seite die Klettersperre angebracht werden soll. Und pass auf, dass du es richtig machst. Die Bonobos werden eher über die Barriere klettern als die Besucher. Gut gemacht.
Jetzt sollten wir die Bonobos schnellstens aus den Transportboxen holen, oder? Die armen Tiere werden noch ganz traurig, wenn wir sie zu lange da drin lassen. Wähle erneut die Gehegeumzäunung, um das Gehege-Infofenster aufzurufen. Zack, alle wieder draußen. Scheinbar ist nicht nur der frühere Tierarzt des Zoos verschwunden, sondern auch die Techniker. Wir müssen ein paar neue Techniker einstellen, damit nicht noch mehr Tiere entkommen. Techniker übernehmen verschiedene Aufgaben im Zoo. Die wichtigste ist aber die Wartung der Gehegeumzäunungen. Wenn die Techniker sie nicht instand halten, nehmen die Umzäunungen Schaden und gehen irgendwann kaputt. Und dann turnen bald überall entkommene Tiere durch den Zoo. Geh wieder in den Zoobereich und dort in die Abteilung Personalverwaltung. Achso, ja, war ich doch schon. Stelle einen Techniker ein und klicke auf einen Weg, um ihn im Zoo zu platzieren. Der Arm ist direkt überfordert, ne, mit allen Klicke dann Gegen. Erneut auf den Weg, um einen zweiten Techniker einzustellen. Wie du siehst, okay, musst du nicht jedes Mal in die Personalverwaltung, wenn du mehrere Mitarbeiter desselben Typs einstellen willst. Gut. Mann, wir haben einiges erledigt, oder? Das war gute Arbeit. Ich hol mir mal einen Kaffee. Ich glaube, Bernie will dich sprechen. Ich habe gehört, du hattest Probleme mit einem entflohenen Bonobo. Das Wichtigste ist, dass du dich schnell darum kümmerst, bevor das Tier noch Klamotten stiehlt, sie anzieht und dann verkleidet durch das Haupttor nach draußen spaziert. Unsere Tierärzte haben nämlich auch die Aufgabe, Forschung zu betreiben. So können sie Beschäftigungsgegenstände, zusätzliche Informationen für Bildungsobjekte, bessere Zuchtprogramme und besseres Futter freischalten. Also, Futter für die Tiere. Forschung allein reicht nicht, um das Essen in der Kantine zu verbessern. Naja, wie dem auch sei. Wie du siehst, ist Forschung ein wichtiger Bestandteil des Zoobetriebs. Damit ein Tierarzt Forschung betreiben kann, benötigt er ein Forschungszentrum. Leider hat dieser Zoo hier keines, also lass uns ein solches Zentrum bauen. Ich habe eine geeignete Stelle dafür markiert. Ich finde einfach gerade fast... Mir ist sicher aufgefallen, dass an der Stelle, an der du das Forschungszentrum bauen sollst, schon ein Gebäude steht. Aber keine Sorge, das Gebäude dort ist nur ein Rohbau. Wir können das neue Gebäude also dort errichten. Wenn du das Forschungszentrum auswählst und dann über den Rohbau bewegst, wirst du gefragt, ob du es dem bereits bestehenden Gebäude hinzufügen willst. Klicke, um das zu tun. Allerdings ist das Forschungszentrum damit immer noch nicht platziert. Zuerst müssen wir es drehen, damit es automatisch mit dem Weg verbunden ist, wenn wir es platzieren. Ausgezeichnete Arbeit. Mit unserem neuen Forschungszentrum können wir unserem Tierarzt direkt eine neue Aufgabe zuweisen. Beachte, dass Tierärzte nur Forschung betreiben, wenn sie keine anderen Aufgaben haben. Du kannst über das Infofenster eines Tierarztes zwar bestimmen, um welche Aufgaben er sich kümmern soll, aber das ist jetzt erstmal nicht weiter wichtig. Lassen wir unseren Tierarzt Katas erforschen. Geh in den Zoobereich und wähle dort Veterinärforschung. Du siehst dort eine Liste aller im Zoo vorhandenen Tiere sowie alle Krankheiten, die potenziell auftreten können. Ziehe den Tierarzt einfach über den Eintrag Kata, um mit der Forschung zu beginnen. Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, wir haben gar keine Infotafeln oder Lautsprecher beim Gehege der Katas. Lass uns dorthin gehen und ein paar aufstellen, damit unsere Gäste mehr über unsere pelzigen Freunde erfahren können. Ich finde das hier einfach das Gehege. Von den Nilpferden finde ich absolut genial. So in der Art. Boah. Richtig schön. Richtig schön. Okay, wir müssen zu den Katas, die wir uns eben schon einmal angeguckt haben. Ach nee, das war der andere Zoo. Stell zunächst zwei Infotafeln auf. Platziere sie an der Gehegeumzäunung und zwar so hoch, dass die Gäste sie lesen können. Alternativ setzt du sie auf einen Ständer. Was nehme ich denn immer? Hier, den nehme ich immer. Der ist am einfachsten. Hier, so richtig schön vor deren Gesichter. Zack, und noch einen, hat sie gesagt. Hier ist doch schon einer.
Ach, hier waren schon welche. Ach, verdammt. Nehmen wir ruhig die Großen, oder? Ja, ja, nehmen wir ruhig die Großen. Wer kann, der kann. Achso, das sind gar keine. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Fernsehbildschirm. Na gut. Hege-Hege-Infotafeln, sag ich, ja? Die wollte ich. Jetzt müssen wir noch festlegen, zu welchem Tier Informationen angezeigt werden sollen. Wähle eine Infotafel aus, um ihr Infofenster zu öffnen. Und packen die Katas da rein. Dann wählst du aus dem Menü Katar aus. Aber da wärst du sicher auch selbst drauf gekommen. Wenn du eine Infotafel oder einen Lautsprecher mit einem Tier verknüpfst, musst du darauf achten, dass sich dieses Tier auch in der Nähe befindet. Sonst verwirrst du die Gäste nur. Nun, da wir die Infotafeln haben, sollten wir noch zwei Lautsprecher aufstellen. Bei Lautsprechern können die Gäste einfach zuhören, um mehr über das Tier zu erfahren, anstatt sich die Information mühsam durchlesen zu müssen. Du darfst Lautsprecher aber nicht zu nah beieinander aufstellen. Sonst verstehen die Besucher den Text nicht, der vorgelesen wird. So, machen wir so und so. Jetzt müssen wir die Lautsprecher nur noch mit dem Cutter verknüpfen. Das geht genauso wie bei den Infotafeln. Das würde ich jetzt auch hübscher machen, aber... Naja, ne? Klasse. Oh, du solltest übrigens noch beachten, dass Infotafeln und Lautsprecher Strom benötigen, damit sie funktionieren. Ohne Strom bringen sie dir also nicht viel. Oh, scheinbar hat unser Tierarzt die Forschung zu den Katas abgeschlossen. Wir müssen jetzt die Ergebnisse abrufen. Klicke dazu entweder auf die Benachrichtigung oder öffne wieder den Bereich Veterinärforschung. Komm, hol die Forschungsergebnisse ab. Tierärzte erforschen das jeweilige Tier nach Abschluss einer Forschungsstufe weiter. Wenn sie einmal in Fahrt sind, wollen sie vermutlich nicht gleich wieder aufhören. Nachdem wir jetzt etwas für unsere Gäste getan haben, sollten wir auch etwas für die Katas tun. Einige Tiere wie die Katas haben ein Kletterbedürfnis. Das bedeutet, sie brauchen eine gewisse Kletterfläche. Du kannst dieses Bedürfnis stillen, indem du einen Kletterrahmen aufstellst. Finden wir aber erstmal heraus, wie viel Kletterfläche die Katas noch brauchen. Wähle einen von ihnen, um ihr Infofenster aufzurufen. Klicke dann auf den Reiter Gelände. Ah ja, schön, schön, so. Wie du siehst, brauchen die Katas noch sehr viel mehr Kletterfläche. Zum Glück habe ich schon einen Bauplan für einen Kletterrahmen für dich. Du kannst den Rahmen entweder so aufstellen oder selbst einen gestalten. Tiere haben übrigens nicht immer nur ein Kletterbedürfnis. Einige Tiere brauchen zum Beispiel Wasser im Gehege, damit sie schwimmen gehen können. Man muss da wirklich sehr aufpassen. Hm. Was ist denn jetzt hier alle Sachen drin hier an? Achso, hier konnte ich Baupläne ausmachen, ne? So, okay. Hä, seit wann ist das denn da? Achso, jetzt habe ich aber die Baupläne ausgemacht, das heißt, hier, das habe ich auch ausgemacht, okay. Mal kurz rein, was es hier so gibt. Hier, sowas finde ich halt süß. Das passt halt sehr gut. Ich glaube, das nehme ich auch. Das ist auch cool gemacht, ne? So cool gemacht. Oh Gott, wo bin ich denn jetzt hingegangen? So, können wir ja hier hin bauen, damit die Tierchen auch mal richtig sehen können. So. Das ist ein toller Kletterrahmen für die Katas.
Den werden sie garantiert lieben. Aber weißt du, was sie noch glücklicher machen würde? Besseres Futter. Aber das gilt vermutlich für uns alle, nicht wahr? Du kannst besseres Tierfutter durch Forschung freischalten. Glücklicherweise haben wir schon welches für die Cutters freigeschaltet. Also musst du nur dafür sorgen, dass sie es ab sofort aufgetischt bekommen. Rufe jetzt das Infofenster des Geheges auf, indem du das Gehege der Cutters auswählst. Alles klar. Ein neuer Kletterrahmen und besseres Futter. Mann, diese Viecher werden echt verwöhnt. Jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns um eine der wichtigsten Aufgaben des Zoos kümmern. Tiere in die Wildnis zu entlassen. Wenn wir das Gefühl haben, dass ein Tier bereit dafür ist, können wir es in die Wildnis entlassen. Aber woran erkennt man das? Nun, zum einen ist das Alter ein entscheidendes Kriterium. Wir wollen schließlich keine Jungtiere oder Senioren freilassen. Außerdem muss das Tier zeugungsfähig sein, denn schließlich wollen wir, dass sich die Art in der Wildnis vermehrt. Tiere mit gutem Fruchtbarkeitsgen eignen sich also besonders. Aus dem Alter und der Fruchtbarkeit ergibt sich dann auch, wie viele Arterhaltungspunkte wir bekommen, wenn wir ein Tier freilassen. Arterhaltungspunkte sind sehr wichtig. Sie sind praktisch das Lebenselixier deines Zoos. Denn je mehr Arterhaltungspunkte du hast, umso mehr Tiere kannst du aufnehmen. Und eine umso höhere Qualität haben die neuen Tiere. Behalte das immer im Kopf. So, und jetzt lass uns zum Orang-Utan-Gehege gehen. Finde bitte Agung, einen Borneo-Orang-Utan, und wähle ihn im Gehege an. Du kannst dazu entweder die Tiere einzeln anklicken oder du klickst die Gehegeumzäunung an, wechselst im Infofenster zum Reiter Tiere und wählst Agung in der Tierliste aus. Aber der ist ja das einzige Männchen. Tschüss. Ich weiß, es ist traurig, dass er geht. Aber er wird es in freier Wildbahn gut haben. Und er ist ein prima Kandidat, denn er ist jung, kräftig und fruchtbar. Das war sehr gute Arbeit. Du hast wirklich Potenzial. Das ist auch cool. Ah, wie ich sehe, hast du deine Hausaufgaben gemacht. Wobei man kaum von Hausaufgaben sprechen kann, wenn es um etwas so Putziges wie Cutters geht. Wäre es in der Schule weniger um Mathe und mehr um Mandrills gegangen, hätte ich bestimmt bessere Noten gehabt. Ja. Bisher haben wir uns nur um die Gehegetiere gekümmert. Jetzt sind die Vivarientiere an der Reihe. Bauen wir zuerst ein neues Vivarium. Ich habe eine Stelle für unser neues Vivarium markiert. Begib dich bitte dorthin. Ja, das ist richtig. So, bei Tieren wäre ich auch dabei gewesen. Das Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in der Lücke. Das hier? Nein, mein Platz. Okay. Schade, Mila, das ist zu fett. Ah. Oh mein Gott, was habe ich getan? Der Heck, komm ich da? Sehr gut. Als nächstes musst du ein Tier für das Vivarium auswählen. Wie wäre es mit der Gliederkrustenechse? Nimm über den Vivarienhandel eine dieser Echsen auf. Genau wie bei Gehegetieren müssen wir auch die Gliederkrustenechse dem Vivarium zuweisen. Klicke auf das Vivarium, um sie dorthin zu setzen. Wenn du ein Tier in ein Vivarium setzt, wird es automatisch passend für das Tier eingerichtet. Das heißt allerdings nicht, dass alles perfekt ist, also kümmern wir uns jetzt um den Rest. Oh. Als erstes fügen wir ein paar Beschäftigungsobjekte hinzu. Klicke das Vivarium an, um das Infofenster aufzurufen. Das haben die cool gemacht, dass man... Ja, dass man das so richtig schön sehen kann auf das Vivarium. So, Reiterlayout. Im Moment sind leider nur Beschäftigungsobjekte der Stufe 1 freigeschaltet. Aber platzieren wir zumindest eins davon für die Gila-Krustenechse.
Wie du weißt, kannst du weitere Beschäftigungsobjekte freischalten, indem du deine Tierärzteforschung betreiben lässt. Jetzt müssen wir noch die Temperatur und die Feuchtigkeit im Vivarium festlegen. Das ist sehr wichtig für das Wohlergehen der Gila-Krustenechse. Klicke auf den Reiter Klima. Hier siehst du, welche Temperatur und Feuchtigkeit die Krustenechse bevorzugt. Du kannst beide Einstellungen über die Regler unten anpassen. Sorge dafür, dass sich die Echse richtig wohlfühlt. Haben wir. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch die Einstellung für die Fenster vornehmen. Wähle dazu den Reiter Fenster. Du kannst jedes der vier Fenster eines Vivariums anpassen. Es kann geschlossen oder offen sein oder als zwei- oder dreidimensionales Hintergrundbild fungieren. Wieso probierst du nicht ein wenig mit den Einstellungen herum? Du kannst auch noch eine Infotafel aufstellen, auf der die Gäste Informationen zu dem Tier finden. Lass uns das jetzt machen. Hey, bin ich bescheuert? Ich wollte doch ein... ich wollte das wieder wegmachen. Ah, oh mein Gott, nicht doof. Hier, das machen wir zu, dann machen wir irgendwas drauf. Das sieht irgendwie komisch aus, ne? Hier so eine 3D-Fassade, das ist doch schön. Okay, was machen wir? Den Bildungswert erhöhen. Ich habe immer die aufgestellt. Weiß auch nicht warum. Oder was wollen die hier? Klasse. Doch, jetzt passt. Können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere Aufgabe für dich. Ich will, dass du die Zahl der im Zoo vorhandenen Arten erhöhst. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Na, endlich dürfen wir mal was machen hier. Okay. Ja, hey Marc, hallo. Was geht? Jetzt will ich mal kurz gucken. Die haben ja auch manchmal so... Ich muss mal einmal durchlaufen. Oh mein Gott, Alter. Kurz hier ein bisschen durchlaufen, weil zwischendurch haben sie ja irgendwo mal ein bisschen Platz gelassen oder so, wo man was draus machen kann. Hier sind die Cutters drin. Hier ist nichts. Hier ist das Mitarbeiterbereich, Genau, hier sind die Varis drin. Kannst du hier so durchrushen. Auch Mitarbeiter. Toiletten. So, was ist hier drin? Alles klar, Dude. Orang-Utans. Hauptsache auch direkt in so einem anspruchsvollen Terrain, ne? Terrain. Dass die da sagen, oh, bau mal irgendwo ein neues Gehege hin, wo du einfach nur denkst, okay, ach so, warte, guck mal, hier hinten ist alles frei. Ich habe gar nichts gesagt. Uff. Okay, hier haben sie uns schon quasi hingebaut. Hier, mach doch mal hier was rein, mach doch mal da was rein. Okay. Jetzt mal gucken kurz, was ich denn hier benutzen kann. Alle Filter zurücksetzen. Oh, so süß. Aber gut, eine neue Art. Achso, neue Art ist ja egal was. Also entweder hier die Schimpansen.
Oder die Mandrill. Nehmen wir die Schimpansen oder die Mandrill? Ich bin halt, wie gesagt, kein Affenfan, deshalb brauche ich da jetzt mehr Unterstützung. Oh mein Gott, wie geil die aussehen hier. Kann ich mehr. Okay, warte mal. Den hier möchte ich gerne kaufen. Und dazu das helle Weibchen. Auf jeden Fall. Da haben wir dann nachher schon mal. Haben wir nachher schon mal was für. Hier gibt es nur zwei Schimpansenmännchen. Das ist irgendwie blöd. Also schätze ich mal, wir nehmen die Mandrill. Achso, hier können wir auch Stopp machen. Also die machen hier echt so eine, also so ein Zoo zu bauen, auch wenn er jetzt nicht groß ist. Ist schon verdammt viel Arbeit, ne? Ist schon verdammt viel Arbeit. Was habe ich hier denn für eine Idee? Ich habe die Idee, das vielleicht runterzusetzen, dass man besser auch ins Gehege reinschauen kann, weil hier machen sie es auch so, weil die Flie ja, die klettern halt viel, ne? Außer bei den kleineren Tierchen. Ich glaube, ich setze das runter. So ein bisschen. Hier noch so ein bisschen. Okay, ich fange einfach an. Ich mache das eh immer einfach irgend. Ich darf nicht formen? Haben die Angst, dass ich zu viel Geld ausgebe oder was? Oh, oh nein, ich darf nicht formen. Ja, ist halt wirklich so. Da vergisst dann schnell mal jemanden. Das ist halt echt heavy. Okay, wir nehmen auf jeden Fall auch die Barriere. Ich finde es blöd, dass ich das nicht runtersetzen darf. Muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Okay, dann. Ja, weiß ich auch nicht. Macht es erst dann erstmal einen Weg zu bauen, weil. Ja, wir wissen, wie das hier so ist. Wir nehmen den gleichen Weg, also den. Ist das der gleiche? Nee. Hier ist es. Konnte man das nicht irgendwie einstellen, auch mit Wegstützen? Ich weiß nicht, Wegstützen? Mit Bordstein? Warteschlange mit Geländer? Weg mit Geländer? Macht das Sinn? Haben die das hier auch so? Hier haben sie es halt auch, weil ja, man kann ja ins Wasser fallen, ne? Ja, komm, wir machen jetzt einfach mal hier so einen Weg, so einen kleinen. Irgendwie so. Können sie wenigstens schon mal von der einen Seite reinglotzen. Ich weiß gar nicht, wie die. Excuse me, ja, mach mal weiter. Ich weiß gar nicht, wie die. Obwohl, nee, warte mal. Nee, nicht weitermachen. Mach mal hier die Mandrills dann schon mal. Ja, das stimmt. Das ist echt lieb. Ja, es ist halt wirklich, es wird halt sehr, sehr viel, ne? Selbst bei einer Rasse manchmal. Was wollte ich? Ach so, ich wollte eigentlich.
Nee, freilassen wollte ich nicht. Ich wollte. Okay, dann machen wir es halt hier. Wollte mal eben ein bisschen Info haben. Guck mir die grundsätzlich immer vorher hier an. Kein Wasser, aber Geländeanforderung 400, das ist nicht so viel. Gruppengröße 5. Okay. Müssen wir vielleicht noch was kaufen? Aber so viele gibt es hier gar nicht. Hier noch ein Weibchen können wir dazu nehmen und das eine Männchen. Oder war das Männchen alleine? Männchen alleine, dann Herrscher. Ein Männchen, okay. Ja gut, dann bauen wir halt mal eine hässliche, eine etwas hässlichere Barriere. Ach so, ja, da war ja was. Also das gut hinzukriegen, ist auch manchmal echt ein Problem. Sagen wir ja länger hier. Was ist zu gebogen gewesen? Schon der Teil war irgendwie doof. Das irgendwie will ich da so einen gebogenes Teil haben. Das fände ich auf jeden Fall ganz schön. Das ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Ja gut, da kann man anscheinend doch dann besser erstmal vorher das Gelände machen, das ja ordentlich bauen und dann später den Weg dazu bauen, weil das war jetzt irgendwie gerade schon wieder so ein bisschen Käse. Aber ist ja nicht schlimm. Haben wir auch schon wieder draus gelernt, ne? Die brauchen bestimmt nicht so viel Platz, aber. Ich sehe nämlich schon wieder nach richtig selbst bauen können. Aber gut, wir machen jetzt erstmal diese Kampagne. Gehege, Eingang kommt hier hinten rein. So nämlich. Oh nee, ohne. Ohne Gelände. Geländer. Obwohl, hier haben wir auch Geländer dran. Ja, machen wir trotzdem hier kein Geländer dran. Brauchen wir nicht. Erstmal so irgendwie. Was brauchen wir hier? Eine Pflegerhütte wahrscheinlich auch. Ne? Wie bin ich denn hier dran? Forschungszentrum, kleine Tierpflegerhütte. Ah, da müssen wir die auch verkleiden, eigentlich, damit es schön dazu passt, ne? Was packen wir denn hin? Tierpflegerhütte auf jeden Fall. Tierpflegerhütte. Hier so hin. Und braucht man die noch was?
Pausenräumchen. Haben die das immer hier zusammenstehen? Ach, das ist gar nicht. Das ist nur so ein Pausenraum. Ja, warum nicht, ne? Ne, ich will das gerade gar nicht in der Gruppe haben. Wunderschön. Hey Yuki, was geht? Was geht ab? Wir machen Kampagne. Zum ersten Mal in meinem Leben ist ja nicht so, als hätte ich schon über 700 Stunden in diesem Game, aber ich wollte auch mal die Kampagne spielen, just for fun. Shit, ich habe zu viele Sachen hier. Ich könnte jetzt auch einfach Holz eingeben, aber das wäre ja halt einfach zu einfach, ne? Ach so, warte mal. Jetzt habe ich die nicht in einer Gruppe, ne? Kann ich nicht irgendwie eine Gruppe schmeißen? Gruppieren oder so? Das wäre jetzt doof, aber ich kann es natürlich auch dran setzen und anpassen, das geht auch. Warte mal, kurz auf Holz gehen. Weil dann müsste ich das ja so richtig anpassen. Na gut. Passt halt gar nicht so gut, ne? Irgendwie ist es, ich glaube, das war schon immer so. Kann das sein? Wenn ich das jetzt so hinmache. Ach so, jetzt macht er das in eine Gruppe. Moment. Okay, perfekt. Und das heißt, dann kann ich einfach so weitermachen. Okay. Ja. Nice. Ich habe ewig nicht mehr gebaut, ne? Also da müsst ihr mich ein bisschen verschonen. Man könnte jetzt natürlich auch hinten einfach zumachen, aber dann ist einfach das Fenster weg und das finde ich irgendwie blöd. So. Außerdem können die ja schön rausgucken beim Arbeiten. Ne? In das ganz viel Nichts und in die Natur. Jetzt können wir noch was draufbauen. Was bauen wir denn da drauf? Hier so ein Ding drauf oder? Achso, das ist natürlich da hinten so ein bisschen trickiger. Kann einfach hier einfach das drauf bauen. Und hier dann sowas Schräges auch. Geht ja auch, ne? Ich glaube, das geht auch, aber ich weiß gar nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich hier tue. Wahrscheinlich nicht so viel Sinn. Wie gesagt, ich habe ewig nicht gebaut, ne? Wieso? Und dann noch ein Dach drauf kloppen. Dächer. Das sind aber so blöde Dächer. Jetzt muss ich mal gucken. Müssen wir mal gucken, was hier noch so los ist. Weil bei Holz ist ja wirklich nur. Baupläne, ne? Wirklich nur das Flache und das und nee, das kann ich nicht brauchen. Was haben die anderen für Dächer? Die, okay. Dann nehmen wir auch die, damit es natürlich schön einheitlich ist. Sind das die? Moment. Kurz abgleichen, ja. Das sind Ecken.
Ach so, die sind dann halt nur so ründlich oder wie? Aber hier machen die doch auch sowas. Bin ich jetzt gerade schon wieder lost? Ach so, hier das vielleicht? Warte mal. Oh. Nee, das ist irgendwie nicht gut. Ups. Das funktioniert nicht, meine Freunde. Nee. Das funktioniert. Okay, das haben wir schon mal abgedeckt. Immerhin. Und das andere, das ist einfach, das sollte einfach nur halb so hoch sein am besten. Hier? Es ist irgendwie Pain, ne? Warum ist denn das so? Also irgendwie denke ich, dass das passen sollte, aber irgendwie sieht das halt blöd aus. Ja. Okay, wir machen das einfach anders, weil ich gerade echt unfähig bin. Upsala. Ach so, dann ist das hier hinten aber doch scheiße, immer noch. Man merkt echt, ich habe es 30 Jahre nicht gespielt, ne? So alt wie ich bin, fast. Wenn wir das so machen, dann ist hier hinten halt offen. Kann man ja auch zumachen. Ja, ich denke, ich mache das so. Sonst bin ich einfach leider zu unfähig gerade. Genau, hier, dann packen wir hier das Teil dran. So. Und hier machen wir einfach eine Wand rein. Achso, warte, das Teil muss natürlich weg. Und dann machen wir hier. Trolli, du Affengesicht. Wir müssen erstmal das Kleingewerbe anmelden. Damit ich das auch darf. Du Affengesicht. Achso, nee, ich war richtig. So machen wir das jetzt einfach. Passt schon, auch wenn es nicht so gut aussieht. Gab es da nicht noch diese Dinger an der Seite zum Runterhängen? Wie diese Teile? Macht das Sinn? Was ist denn das? Sind das die Teile? Nee, das sind die nicht. Nee, das sind die auch nicht. Also mit dem Dach komme ich ja gar nicht zurecht. Schrecklich. Nee. Oh mein Gott, wir lassen dieses hässliche Gebäude einfach so und lassen es hässlich sein. Abo-Button. Ja, wie gesagt, wir müssen uns noch anmelden. Damit wollten wir uns jetzt die Tage beschäftigen, wenn wir jetzt frei haben. Du Abfallgesicht. Nee, nicht jetzt. Sag das meinem Mann, der muss mir helfen dabei. Heide Hoppa. Scheiße, bist du blöd, ey.
Na, das war ganz gut gerade der Ansatz. Ja. Oh, das wollte ich nicht. Jetzt haben wir doch ein Geländer mit dran. So. Ist ja absolut fantastisch. Achso, wir müssen hier auch noch. Zum einen müssen wir das höher machen, bestimmt. Und zum anderen müssen wir das sichern, dass sie da nicht drüber klettern. Kletterschutz. Aber wir hätten auch einen Wassergraben. Einen Wassergraben machen können, ne? Das hätte auch hier funktioniert. Kletterschutz. 3 Meter. Okay. Drei Meter plus überall einen Kletterschutz dran packen. Nee, das war die falsche Seite. So. Das sieht doch feini aus, ne? Absolut. Dann müssen wir noch das Ding da rein machen, damit die Leute auch was sehen können. Hier das Glas oder auch nicht. Weil das gibt es hier nicht anscheinend. Dann machen wir das einfach anders. So, und gehen dann hier in die Einstellungen irgendwo. Konnte man noch Glas einsetzen? Fenster. Einwegspiegel. War das so? Ja, das war toll. Okay. Komm, machen wir das auch noch. Gut, gut, gut. Dann können wir ja rein theoretisch schon die Viecher da mal reinsetzen. Viecher mal reinsetzen. Die drei Mandrülse. Mal weiter dingsen hier. Gibt's neue Mandrillen? Nee. Einrichtung hat keinen Strom. Das ist natürlich auch belastend an der Stelle. Die beiden haben keinen Strom. Ja, was dann einfach heißt, dass wir hier einen reinsetzen mit. Ich denke, das ist in Ordnung. So ein kleiner Stromgenerator. Ja, das passt schon an. Gucken die halt auf den Stromgenerator, kann ich jetzt auch nicht ändern, ne? Holz. Was ist denn? Ich weiß, dass es doch mal hier sowas gab. Hier sowas einfach dazusetzen. Das fällt nicht auf, oder? Wie jetzt? Ach da. Ich merke, dass meine Müdigkeit jetzt langsam überwiegt. Ich kriege ja gar nichts mehr auf die Kette. So, hier dieses Zeugsels brauchen wir. Wo ist das dicke Teil? Und jetzt war das ganz große. Was ist das andere? Was ist das kurze? Okay, wisst ihr was? Kann das auch einfach kopieren. So. So sieht es doch noch was aus. Ist doch fein.
Erstmal hier den. Hey, das war doch okay, was du da gerade gemacht hast. Mach das doch noch mal. So halt einfach. Noch was zu meckern hier? Ich finde, hier machen wir einfach ein flaches Gewässer hin. Mein Gott. Ach so, das kann ich gar nicht. Da gibt es hier kein Gewässer. Warum auch nicht? Weil dürfen wir nicht. Ja, dann können wir ja schon mal gucken, was der Mandrill hier so haben will. Kann man nämlich alles filtern auf der Art und dann gehen wir auf den Mandrill. Da ist er. Gut, manche Sachen können wir noch gar nicht machen. Hier, die kriegen auch so einen Teil, ne? So ein Fertigteil kriegen die einfach dahin geklatscht. Hier auch nochmal. Irgendwie so. Okay. Da sind diese Äffchen. Ein Rückzugsort habe ich noch gar nicht. Stimmt. Ein Rückzugsort. Ja, die finde ich halt auch super hässlich, ne? Kann nicht anders sagen. Aber die sind halt auch nicht hübsch, ne? Können wir einfach in die Mitte klatschen vielleicht? Da können sie ja auch drauf. Ist ein bisschen groß, ne? Können sie eigentlich auch drauf spielen. Endeffekt. Hoppala. Oh, der schwebt ein bisschen, ne? Ein bisschen runtersetzen vielleicht. Oder so komplett runtersetzen, dass man den Boden nicht mehr sieht. Vielleicht kriegen sie das trotzdem als Ruheort. Verstehen die das? Warte mal, wie war das denn nochmal? Tierwohlbefinden. Gehege, so war das. Gehege. Rückzugsort. Okay, das funktioniert tatsächlich. Das ist natürlich cool. Das konnte man hier noch, das sind aber noch mehr Sachen zugekommen. Passierbarer Bereich. Genau, da kannst du nämlich auch gucken, ob die irgendwo rauslaufen können. Da sind. Ah, okay, das könnte ein Problem werden, wenn die hier hinmachen und die das nicht erreichen, ne? So, vielleicht. Können sie trotzdem nicht erreichen. Ha, ist auch egal. Gehege Sauberkeit. Oh, voilà. Gebietssichtbarkeit. Okay, da kannst du sehen, wo überall die Tiere gesehen werden. Aktuelle Tiersichtbarkeit. Überall. Okay, das ist interessant. Das gab es noch nicht so damals. Entschuldigung, ich wollte das nur ein Stück weiter runtersetzen. So. Guck mal weiter hier. Das ist immer noch nicht genug. Okay, dann machen wir halt noch einen. Aber einen kleineren.
Hier direkt so vor die Gesichter der Menschen. No. So. Das Gelände ist noch nicht so nice. Gras, Erde. Zu viel Erde, zu wenig großes. Kurzes Gras. Gut. Zu wenig langes Gras. Aber mit der Erde müssen wir trotzdem hier noch ein bisschen arbeiten. So, und auch hier noch so ein bisschen. Verdammt, das war schon wieder zu viel des Guten. Okay. Lassen wir so. Ich glaube, das ist in Ordnung. Pflanzen, Afrika und Tropen. Ja, mit Felsen könnte man natürlich auch sehr viel machen, aber hier kann ich eh noch nicht so viel tun. Das passt ja voll dazu, ne? Zu diesem moosigen Grasgedöns. Hier einfach ein bisschen was reinlegen. Der passt da eigentlich nicht so gut hin. Den müssen wir vielleicht nochmal versetzen. Weil hier das grün ist, ne? Richtiger Moosfels. Ach, man kann so viel bauen. Man kann so viel bauen. Tja, bei Affengehegen bin ich halt echt ein bisschen unerfahren. Weil ich die, wie gesagt, nicht so gerne baue. Einfach nur so ein paar Steine reinsetzen, das passt schon. Jetzt möchte ich natürlich noch ein paar Pflanzen reinmachen. Wie viel wollten die denn? Die wollten viel, oder? Nee, die wollten nicht so viel. Da muss ich überlegen, was ich raussuche und was passen könnte. Es gibt Mais. Oh. Das ist natürlich nice. Nicer Mais. Nice der Mais. Okay. Trauerweide, Sommerflieder. Cool, habe ich gar nicht gesehen. Der ist aber nicht so fliederartig. Meistens nice. Mein Freund hatte übrigens gestern vorgeschlagen auf der Autofahrt, dass wir einen Weisheiten-Channel brauchen. Für dumme Sprüche, die vielleicht mal jemand gesagt hat oder auch nicht. Ich weiß nicht. Na, ich weiß ja nicht, ne? Streu, ja. Das können wir eigentlich hier drunter packen, dann können die da schlafen.
So, ein bisschen davon. Bisschen hier noch was rein. Fantastisch. Okay, so viel gibt es hier gar nicht. Ich habe hier schon wieder eine Oberstände und Oberfläche aus Dingsen. Das finde ich doof. Okay. Eine Apfelmangrove. Da packen wir doch mal hier eine rein. Warum nicht? Da geht ja noch ein bisschen. Ach, die Leute kommen auch schon her. Ich habe noch gar keine Infotafel und sonst auch nichts. Was ist denn hier dieses Teil? Ich suche das jedes Mal, ne? Dieses, der Gerät zum schmeißt mir bitte Geld da rein. Hier, mein Drill. Achso, warte mal, der hat auch Hunger bestimmt. Uff, ich bin gerade so lost. Normalerweise habe ich da immer so total den Plan. Heute eher nicht so. Ja, die Spendenboxen, genau. Große Wasserschüssel packen wir mal hier drunter. Futterplattform für einen Baum. Aber da muss ja auch der Typ dran kommen, ne? Achso, aber sonst kann ich die ja auch hier unten hinlegen, irgendwo auf dem Boden. Jetzt hätte ich die gerne dahin gelegt, wo. Wo es nicht mehr geht. Warte mal, lass mal gerne was machen. Einmal so. Und dann einmal. Das hier drunter legen. Das ist besser. Okay. Achso, ja genau. Die Pflanzung war ja auch noch nicht fertig. Blühender Sommerflieder. Aber Flieder ist so toll, ne? So ein Guss. Ich versetze das auch gerne immer so ein Stück weiter nach unten, weil. Warum macht er das immer? Weil, damit das so ein bisschen natürlicher ausschaut. Wenn ihr versteht, was ich meine. Jetzt muss ich das doch mal an der Oberfläche abdingsen hier. Passt schon. Und was ich auch nicht mag, ist, wenn man zu wild einfach durcheinander alles platziert. Also wirklich von allem etwas reinpackt, was, weiß nicht, das geht nicht, das ist doof. Das Gefühl, das wird dann einfach too much. Und, ja. Kann ich den Stein noch mal ein bisschen anheben? Ja. So. Ja, hübsch ist anders, aber gut. Aber gut, ich muss erstmal wieder reinkommen. Erstmal wieder reinkommen.
Das wäre denen schon genug. Jetzt muss ich mal kurz kauen. Kauen. Schauen und gucken, wollte ich gerade zusammen. zusammen sagen. Hier, das wären noch recht große Sträucher. Ich weiß nicht, platziere ich mal einen vielleicht hier hinten so in die Ecke. Hat ja irgendwie auch immer so seine Lieblingssträucher gefühlt. Oh, das ist auch sehr groß. Aber macht ja eigentlich nichts. Die müssen ja auch nicht immer alles sehen, diese Menschen. Packen wir hier auch noch einen drin. Cool. Dann ist nämlich das hier von hier so ein bisschen getarnt. Irgendwas Kleines für den Boden. Abgesehen vom Laub. Kleine Netzkanone. Mammutblatt ist aber groß. Gibt auch immer so Sachen, die man eher weniger benutzt, ne? Hoppala, Entschuldigung. Hier sind noch Agaven. Fand ich, passen jetzt aber nicht so rein. Die Fläche haben wir schon hier. Oh, was wir aber noch machen können, ist eigentlich hier noch was vorsetzen. Damit man da nicht so reinschauen kann in deren Schlafplatz so krass. Warte, oder war das getarnt? Das war eigentlich getarnt sogar. Vielleicht hier noch so eine kleine. Oh, das war die maximal große. Was Kleineres hinmachen. Irgendwie so. War trotzdem groß, ne? Egal, passt schon. So. Sieht ja eigentlich ganz gut aus. Das hier sieht auch ganz gut aus. Lebensqualität besteht einfach nicht. Was ist denn eigentlich hier mit der Forscherin? Hat sie geforscht? Sie forscht immer noch. Ach, sie hat aber schon weit geforscht. Okay. Dann machen wir das Gehege noch weiter mit sowas. Alter, sowas habe ich doch hingebaut auch, ne? Ach so, da war gar nicht alles angeklickt. Oh. So ein Früchtebaum finde ich süß. Ein Früchtebaum. Oder so ein Karton. Hier, wie so eine Katze. Spielt mit dem Karton. Und hier sowas mit Musik machen. Ja, super, Asi. Schönen Abend noch. Schön, dass du da warst. Vielleicht so irgendwie. Brauchen die noch mehr? Lebensqualität. Dankeschön. Bis dann. Klumpen aus gefrorenen Früchten. Das finde ich auch gut. So. Die sind auch hungrig. Aber die haben doch hier Maden gekriegt oder was auch immer. Gut. Ich glaube, das haben wir erstmal so weit durch. Die sehen ja eigentlich ganz zufrieden aus. Qualität ist halt nicht gut. Kann ich das schon hochpacken? Ja. Okay. Wenn ich jetzt hier noch irgendwo ein Vivarium hinklatsche, weiß nicht wohin, dann wäre das ja schon das Ziel fertig. Könnt ihr hier noch einen reinklatschen einfach? Achso, warte mal, ich habe keine Spendenboxen aufgestellt. Kann das? Ja, kann sein. Ich finde die halt auch einfach nie. Ich muss die immer suchen. Immer, aber ich muss die mal irgendwie. Ja, das ist das Blöde, ne? Jetzt habe ich das richtig dumm gemacht. Ja, jetzt habe ich das richtig dumm gesetzt. Das ist zu nah. Aber ist egal, wir packen die einfach mal ausnahmsweise hier drauf, weil die Leute laufen da, glaube ich, eh durch. So. Vivarium. Vielleicht packe ich echt hier noch auf diese Insel ein Vivarium drauf. Die Infotafel können wir ja woanders hinpacken. Hier hinten zum Beispiel.
Hier können sie nämlich auch die Nilpferde beobachten. Wie sie sehen, sehen sie nichts. So, und dann kann ich hier einfach wegmachen. Oh, nee, das nicht. Die Mülltonne wollte ich nur wegmachen. So, dann packen wir hier einfach ein Vivarium rein. Könnt ihr mal weggehen? Achso, wir können da gar nicht, können wir gar nicht machen, weil es ist ja auf dem Weg. Okay, dann können wir das ja wieder draufpacken. Und die müssen dann neben dem Weg stehen. Oh, okay. Gucken, können wir hier irgendwas einrichten? Ich glaube nicht. Alles voller Wege. Sind halt auch alle höher gesetzt, ne? Und es ist schon eingeplant und so weiter. Gut, müssen wir das halt mit hier unten machen. Warte mal, wo sind wir? Ach, da hinten. Ja, moin auch an der Stelle. Das hier ist auch so cool gemacht, ne? So cool gemacht. Echt krass, ne? Ich baue dann sowas. Gut, ich hätte ja eigentlich was anderes bauen können, aber ich darf ja noch kein Terraforming machen. Also wurde ich dazu gezwungen. Ich überlege gerade, was ich baue. Ob ich so ein... Ich weiß nicht, ob ich das gerade hinkriege, in dem Zustand, den ich gerade bin. Aber, ich und mein Holz. Ne? Können die vielleicht hier noch ein bisschen glotzen? So über die Barriere. Die Frage, kann ich da ein Vivarium auch draufstellen? Kurz austesten. Ja. Kann ich. Hier in die Mitte. Ja. Das finde ich gut. Nämlich einmal rumlatschen. So. Jetzt haben die hier natürlich. Aber kommen die da auch einfach hoch? Gehen die da auch einfach hoch? Ich bin gerade richtig. Ich habe das ewig nicht gemacht. Doch, das sollten die eigentlich, ne? Sollten die eigentlich machen. Mann, bin ich gerade durch. Okay, wartet mal. Erstmal mit diesen Wege. Wege mit Geländer. Wegmachen eigentlich, aber irgendwie. Muss man das echt damit verbinden? Gucken, ob ich das mit dem Raster irgendwie hinkriege. Das ist ja immer noch mit dem. Es könnte natürlich sein, dass die Leute einfach Bock haben, dann
Oh, wie ging das nochmal mit dem? Achso, ich muss das Raster bestimmt ausmachen. Dann kann ich hier eine Treppe dran bauen. Gucken, ob das funktioniert. Schatz, halt dein Maul. Das ist halt eine Hardcore-Treppe, ne? Okay, machen wir anders. Bauen wir hier dran. Also ich finde, das war sehr klug, was ich da gesagt habe. Das ist ja nur logisch. Ist ja nur logisch, was ich da gesagt habe. Okay, besser wird das hier nicht mehr heute, ne? Ja, das passt schon. Können die da oben sich ein Vivarium anschauen. Und eigentlich müsste ich hier noch so... Ah, das hätte ich auch noch machen können, ne? Den Weg mit, ah, wie war das denn? Mit Barrieren? Nee. Wegstützen? Gab doch mal sowas, ne? Wo man dann oben diese, war das die Wegstützen? Ah ja. Hä? Die gibt's nur einmal, oder was? Okay, das ralle ich jetzt nicht, aber das ist in Ordnung. Verkleiden wir das einfach ein bisschen, oder? Ich denke, das macht Sinn. Einmal so. Dann vielleicht noch einmal nach oben. Wenn ich nicht schief gebaut hätte. Ja, auch direkt das Raster da dran nimmt, ne? Mein Gott. Kann ich da jetzt einfach dran anwenden? Ich weiß das nicht mehr. Nee. Könnte ich denn die Gruppe nochmal Gruppe trennen? Und dann vielleicht noch was dazu. Nee. Warum ist das denn so kompliziert? Nee, egal, machen Sie es einfach so. Bisschen nach Augenmaß passt schon. So halb hoch irgendwie. Packen wir das so dran und dann eine Etage tiefer. Und so jetzt einfach einmal ringsrum. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht.
Ja, mein Gott, es ist einfach noch obligatorisch und überhaupt nicht schick, aber es ist mir jetzt auch gerade in dem Modus mehr oder weniger ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht, ein bisschen egal, muss ich sagen, leider, weil das, ja, weiß ich auch nicht. Irgendwann machen wir das so richtig schön. Okay, nee, ich will gar keine Gruppe haben. Ich will, wir müssen noch irgendwas kaufen. Achso, nee, ich hatte schon was gekauft. Ich hatte schon die gekauft. Zack, direkt sind sie drin, oh. Ich finde die Leguane so schön. Guck, wie schön weiß der ist. Sehr unnatürlich, ne? So ein bisschen Sachen da rein. Oh. Nein, was ist denn jetzt los? Hallo, mach mal weg das Teil. Okay. So, und dann gibt es hier noch. Was ist das denn? Das ist doch keine Gruppe, mein Gott. Ist denn dieses Dingsy? Hier ist das Dingsy. Hier kann ich das noch dran bauen, einfach. Und dann erzählt er da was. Und dann ist doch schicki. Wird aber von allen Seiten bestrahlt. Und wir können die Seite mal zumachen, vielleicht. Das können wir zumachen. Eine 3D-Fassade. Und dann können wir mal gucken, ob wir hier noch was finden. Beim Bau. Ups. Gibt es nicht das Leguan? Hier gibt es Schilder, aber ja, durchgucken hier. Ich glaube, den Leuten ist ein bisschen warm, ne? Hier sowas finde ich nice. Irgendwie sowas noch da rein. Fummeln. Ja, noch drehen auf 45 Grad. Zack. Dann irgendwie. So. 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 So ein kleines Blättchen, das finde ich aber doof.
Jetzt auch noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich hoffe, dass man nicht, das nicht sieht von hier. Nee, sieht gut aus. So, und dann brauchen wir noch so einen geeigneten, ich weiß nicht, so ein Schild oder so ein Sticker oder keine Ahnung. Einfach nur mit diesen Tierchen da. Eigentlich gibt es sowas doch immer, oder? Spinne gibt's. Gibt es echt nicht. Ist ja blöd. Ja, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Machen wir einfach ein paar Blüten darüber. Kann gar nicht glauben, es gibt so viele Sachen. Bei denen, also so viele Sticker und so weiter. Aber nicht von dem Leguan. Auch nicht hiervon irgendwas. Das kann ich ja gar nicht glauben. Nee, gibt's echt nicht. Das ist ja frech. Okay, dann nehmen wir halt einfach ein paar Blüten. Was ist das? Hier ist es. Die sind ja nicht so groß. Die sind ja gar nicht groß. Ach, die sind ein bisschen größer. Ja, machen wir das so obligatorisch. Ich wollte eigentlich sowas Schönes hinbauen für die Leguane, aber gibt's nicht. Ja, wie gesagt, ne? Das ist alles obligatorisch. Bei meinem eigenen Zoo würde ich das natürlich anders und besser und schöner bauen. Hoppala. Was fehlt denn noch eigentlich? Ja, warum ist der Tierarzt lange nicht mehr hier gewesen? Kann mir das mal jemand sagen? Ach so, weil wir ja nur einen haben. Deshalb wahrscheinlich. Oder? Wir haben nur einen Tierarzt. Ja. Müssen wir halt noch einen einstellen. Ist ja kein Problem. Wir haben ja das Geld. Ja, Tierarzt muss jetzt da überall mal hin. Ich glaube, ich muss noch einen einstellen. Einen zweiten Tierarzt irgendwo hinpacken. Irgendwie ist das Gehege doch, sieht so klein aus. Aber ich glaube, das reicht trotzdem, ne? Ja, ich und meine Größenverhältnisse, ne? Das geht gar nicht. Okay, wir gucken, was sie jetzt noch genau wollte. Mindestens 12 Tierarten. Und wir haben jetzt 9. Ach so. Aha, okay. Das heißt, ich muss ja dann nochmal weiterbauen. Aber die Flusspferde haben wir zum Beispiel schon. Die Katars haben wir schon. Den Schimpansen könnte ich noch reinpacken. Oder einfach ein paar Vivarientiere mehr. Das habe ich ja jetzt überhaupt nicht geschnallt. Gucken, was die hat hier. Wir haben so eine Kakerlake, da haben wir schon. Den haben wir auch schon. Alter, die vermehren sich ja auch richtig krass.
Das bedeutet, wir könnten noch die dazu packen. Das. Und die haben wir. Hier das. Und ja, Schimpansen müssten wir noch dazu packen, ne? Das ist ja frech, ne? Aber den Schimpansen. Aber wirklich nur. Ach ja, wir die zwei Albinos, die so hässlich gezüchtet wurden. Oh no. Kann man hier zusätzlich noch Schimpansen reinsetzen? Das wäre das Einfachste. Ach, das kann man hier gar nicht sehen. Moment. Kurz eine Zoopedia. Das Pinselohrschwein, das passt da rein. Schade. Jetzt haben wir hier die Schimpansen. Schimpansen. Auch mit dem Pinselohrschwein. Ich muss wirklich noch ein neues Gehege dafür bauen. Plus noch zwei Vivarien. Teile. Verdammt. Ich glaube, die Vivarien kann ich jetzt noch hier hinklatschen und das Gehege mache ich dann einfach beim nächsten Mal. Denke ich, weil es wird mir einfach auch ein bisschen zu spät. Hier machen wir einfach mal dieses Doppelteil da rein. Dahin, meine ich. Was ist denn hier? Kannst du das nicht bauen? Oh, upsala. Ach, egal. Jetzt müssten wir eigentlich noch drumherum einen Weg bauen, wenn das funktioniert. Warte mal. Das mal zurück machen. So, das sieht doch ganz nett aus. Da können wir ja auch schon die Spendenboxen zum einen aufstellen, die ich auch hier oben wieder vergessen habe. So, irgendwie hier. Einfach hier sowas. Und sowas. Und hier irgendwie auch. Wenn euch die Tiere gefallen, lasst gerne Geld da. Okay, also. Vivarientiere, Goliath, Frosch. Kommt hier rein. Ich sehe nichts. Kommt hier rein. Dann gucken wir erstmal, wie es denen geht. Gleich. Goliath, Frosch. Goliath-Frosch. Goliath-Frosch. Den ist ein bisschen zu heiß. Und Layouts haben wir halt einfach noch nicht. Die könnte mal die... Warte mal, die Bonobos. Hier, die Schimpansen könnte sie mal machen. Haben wir Tapire? Nee. Oder? Ich weiß nicht. Also das ist optimal, das ist auch okay. Ah, die ist echt schon schwanger. Nee, okay, ich dachte schon. Okay, und das andere Tierchen ist diese Schnecke. Weg. Okay. Auch hier einmal anpassen den ganzen Spaß und das hier auch ein bisschen runtersetzen. Hier ist auch noch nichts drin. Ah doch, wir haben schon Steine hier. Cool.
Okay, das sieht gut aus. Was ich jetzt hier aber möchte, ist noch so eine Trennung zwischen den... Ich weiß nicht, ich mag das nicht, wenn die sich so gegenseitig stressen können, ne? Weißt du, was ich meine? Nee, nicht schließen. So. Hier packen wir noch die Info rein und die Info rein und die Info rein. Aber das passt ja jetzt überhaupt nicht zu dem Rest, ne? Oh mein Gott. Ach, naja. Ja, schön ist anders, seine Freunde. Huch, ich wollte nicht den Busch. Er läuft halt aber auch einfach quer durch, ne? Beauty. Er bleibt doch einfach im Busch sitzen. Kann ich mehr. Ich hab irgendwas im Auge. Verdammt. Warum ist denn der Tierpfleger nicht hier? Stimmt, ist der auch überfordert und ist alleine so unterwegs, so. Ach, da war er gerade, ne? Ja, da war er schon. Das ist hochqualitatives Futter. Naja, okay. Oh. Meine Augen machen gerade Sachen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt gerade was reingekriegt habe oder... Oh. Aber haben die denn auch schon, können die denn schon die nächste Stufe von Qualitätsfutter haben? Ah ja, guck. Ah ja, dann beim nächsten Mal, ne? Kleine Äffchen. Sieht halt wirklich nicht lecker aus, ne? Die haben so voll die Schweinenase, ne? Hi Maya. Die Gespräche liefen echt gut. Ich habe einen neuen Job und ich denke auch Paul hat einen neuen Job. Auch wenn er noch so ein bisschen am Schwanken, also so unsicher ist, aber ich weiß, dass er das auch echt gerockt hat. Und ja, der Umzug steht fest. Der Umzug steht fest. Zu Ende Juli dann. Also ich freue mich extrem, wir freuen uns beide extrem. Ja, danke schön, danke schön. Wir haben sogar noch eine Wohnung schon bekommen. Also was heißt bekommen? Wir haben schon eine in Aussicht. Über meine Mutter. Und ja, das kann nur gut werden. Wenn wir die wirklich bekommen, dann haben wir echt, also dann hat sich alles gefügt, dann war es der richtige Zeitpunkt. Ja, wirklich. Über die geht's auch jetzt bald los, ne? Oh, ich hab grad echt irgendwas im Auge. Ja, danke, danke. Nächste Woche Samstag wird doch Zeit, ey. Freust du dich? Ja, Umzüge sind auch super stressig, ey. Wir machen das halt mit einem Umzugsunternehmen auf die Kilometer, müssen ja trotzdem wahrscheinlich 2 Tage bezahlen. Ja, das freut mich. Du hast halt auch komplett die Möglichkeit, deiner Kreativität irgendwie wieder freien Lauf zu lassen, deine Wohnung schön zu machen. Das ist nochmal so wie so ein unbeschriebenes Blatt. Und das finde ich auch ganz toll. Das ist wie so ein Neuanfang, neues Kapitel und so weiter.
Ja. So. Ich bin jetzt schon 3 Stunden, bin ich schon dran. Ach, du heiliger Mom. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Ich bin auch gut müde. Ich werde gleich noch ein bisschen SSO daddeln und dann werde ich auch irgendwie baldig schlafen gehen. Mal gucken. Und, ich fühle das, Maya, ich fühle das. Kann mir richtig vorstellen. Ja. Ich werde, ja, mich jetzt verabschieden. Hoppala, was ist denn hier? Ach ja, genau, das war das Nilpferd. Genau, Nilpferdgehege. Ja, ich wünsche euch auch noch einen echt schönen Abend und ja, genießt das lange Wochenende. Das haben wir uns alle redlich verdient, würde ich sagen. Ich sag mal bis dahin. Bis bald. Ciao, ciao.